Schauen wir uns die nächste an. Zuhause ist einfach, wenn der Immobilienpartner für jedes Bedürfnis das passende Eigenheim findet. Sage ich Hallo und herzlich willkommen live im OFC Fanradio und Kickers TV. Die neue Saison, sie beginnt 2017-2018 in der Regionalliga Südwest. Kickers Offenbach gastiert bei der TSG 1899 Hoffenheim. Und viele, viele, viele OFC-Fans sind gekommen. 700, vielleicht werden es am Ende sogar 800 sein, sind schon jetzt hier. Wollen wir mal gucken, wie sich das Ganze gestaltet. Einen, den muss ich auch begrüßen, der sitzt da. Hallo und herzlich willkommen, Lutz Kammermeier. Hallo lieber Lars, hallo liebe rot-weiße Gemeinde daheim an den Röhrengeräten, wo er immer uns hört, an der Kiesgrube, im Keller oder wo sonst. Ja, angerichtet ist es. 27, 28 angenehme Grad hier. Ein paar Wölkchen, leiser Wind. Optimale Bedingungen, der Rasen, Weltklasse, die Stimmung, ihr hört es hinten. Absolut super und wir haben 11 Leute auf dem Feld, ich verlese sie. Ja, los, erzähl so uns, wie wird denn der OFC spielen, auch wenn wir es hier eingestellt haben? Du erzählst es uns. Ganz schnell mit der 16 Daniel Endres, mit der 8 Mike Vetter, mit der 10 Tren Hoccia, die 11 Serkan Fira, die 15 Alexandros Theodosiadis, die 17 Stefano Meyer, mit der 18 Florian Tereschi, die 22 Serkan Götscher, die 26 Jan Hendrik Marx, die 27 Ihard Davis und die 28 Benjamin Kirchhoff. Das die ersten 11 und auf der Bank haben wir für das Tor mit der 31 Sebastian Brune, mit der 7 Varola Götz, mit der 13 Christos Deulers, mit der 19 Semih Şentürk, mit der 20 Niklas Hechtzirpel, mit der 21 Nikola Jürgens und mit der 23 Dennis Schulte. Aber auch Hoffenheim, der Marco Wildersinn, bringt eine 11 aufs Feld. Im Tor mit der Nummer 1 Dominik Drabant, die 2 Justin Hochmar, mit der 6 Kevin Ikpide, mit der 11 Nikolas Wehling, mit der 13 Robin Scharka, mit der 15 Robin Hack, mit der 19 der Kapitän Simon Lorenz, mit der 21 Yannick Dehm, die 23 hat Maximilian Waag, mit der 24 Philipp Ochs, mit der 25 Merisch Skenderovic und auf der Bank, bevor sie losgeht, die 20 Jankowski fürs Tor, die 7 Politakis, mit der 10 Johannes Bender, die 12 Klaus, der Brasilianer, mit der 16 Bühler, die 17 Viventi, 22 Marco Engelhardt, unter der Leitung von Pascal Müller, FV Löschka und den Assistenten Tobias Eisele, TSV Münchingen und Manuel Dicke ist Ertus. Und jetzt geht's los, Gott mit uns, der OFC, der ist im Ballbesitz und natürlich auch im Spiel. Und was sage ich, in der neuen Saison angekommen, Kirchhoff spielt den Ball zurück auf Daniel Eckes Endres und da freuen wir uns, dass er wieder dabei ist. Absolut, ganz in weiß, ohne Blumenstrauß, oben mit grauer Schulter und gelben Schuhen der Daniel. Hoffenheimer den Ball in der eigenen Hälfte erobert. Spiel erst einmal zurück auf den Torhüter, auf Drabant, Dominik Drabant. Und der OFC natürlich ganz in Rot. Hoffenheim in Blau oben, ein dunkleres Blau. Unten wird es dann langsam heller und der Torwart in einem helleren Grün. Nicht dieses knallige, aber schon ein helles Gelb ist das. Ein Gelb sieht fast ein bisschen wie der Rasen aus. So, Ball erobert. Vierrad auf der linken Seite. Erst einmal kurz auf. Dreske kommt er noch dran. Vierrad am Ball links außen. Zieht er Richtung Eckfahne. Gucken wir mal, wird von 1-2 angegangen. Kann den Ball erst einmal zurückspielen. Theo sofort in die Mitte, aber da ist er erst einmal weg. Gucken wir mal, ob Boccia den Ball holen kann. Ist er im Zweikampf in der 6er Position? Oh, technisch gut. Ja, da gab es ein kleines Scharmützel. Freistoß wird es geben. Und auch heute könnt ihr aktiv mitgestalten. Ihr könnt schreiben an fanradio@ofc.de. Da geben wir eure Grüße mit über den Sender. Und das könnte ja besonders interessant sein, weil ihr ja heute wieder in alle Welt verstreut seid, wie wir das vom OFC-Anhang so kennt. Also, vielleicht vergeben wir noch ein paar Länderpunkte. Und auch heute gibt es eine Gewinnspielfrage. Die GVO, der Gasversorgung Offenbach, die ist wieder mit von der Partie. Dafür bedanken wir uns ganz, ganz herzlich in eurem Namen, denn ihr seid ja immer die großen Gewinner, was das Gewinnspiel angeht. Es gibt zwei Haupttribünenkarten zu gewinnen fürs kommende Heimspiel gegen den TSV Steinbach. Ja, und heute ist die Frage, wie sind denn eigentlich die letzten 4 Ziffern im Unterstützerkonto bei der Sparda-Bank Hessen-Stadion für das OFC-Fanradio? Und da könnt ihr, wenn ihr das herausfindet, auch gleich mal euren Unterstützerbeitrag klar machen. Ja, was die Familie Zabek gemacht hat, gell?
Die haben das gemacht? Ja, und auch die Familie Ferrokowski. Klasse, 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 klasse. Also Einwurf haben wir, OFC, Abstoß vom Torwart. Flog ins Seitenhaus hier auf der Haupttribünenseite. Theo ist da, der wirft ein. 5-6 Meter noch in der eigenen Hälfte. Erst einmal kurz auf Vierer zurück und direkt die Seite gewechselt. Jan-Henrik Marx soll den Ball da annehmen. Hat er auch, ist er im Zweikampf. Da muss er aber laufen, dass er nicht überlaufen wird da von der 15 von Robin Hack. Jan-Henrik Marx macht das bisher sehr gut. Und ganz zurück auf Daniel Endres. Der rotzt erst einmal nach vorne. Hodja per Kopf verlängert. Kriegt ins Kreuz gesprungen, geht es aber weiter. Na, der wäre abseits gewesen und ja. Kirchnummer sicher gegangen, der Benjamin Kirchhoff. So, die ersten Grüße sind auch da. Thomas Müller schreibt, alle Leverkusener Freunde, das ganze Fanradio-Team und auch Herr Reich-Ranitzky sollen gegrüßt werden. Und Aufstieg wird angepeilt. Grüße also auch vom Kickers Opa hier an dieser Stelle. Und jetzt gibt es hier ein paar Proteste. Nein, Einwurf wird es geben für Hoffenheim, das Ganze vor der Offenbacher Fankurve. Naja, da sollen die natürlich ein bisschen irritiert werden mit gellendem Pfeif-Konzert. Aber sie halten erst einmal den Ball, müssen allerdings zurückspielen. Da wird es eng und enger. Die Offenbacher stehen dicht gestaffelt und das hat er gut gemacht, der Kötscher erst einmal. Und so kommt der OFC-Angriff. Vielleicht, na, da stehen sie erst einmal. Aber zurück am Ball der OFC. Jetzt über die rechte Seite rausgespielt. Also erst mal ein bisschen Ruhe reinbringen. So ist es. Kötscher auch in der eigenen Hälfte, steil nach vorne bei der Wand. Hoffenheim erst einmal, Neuaufbau Hoffenheim. Ungenau, ungenau. Kirchhoff rausgelegt auf Theo, geht über die Mittellinie. Auf der linken Seite nimmt er Fahrt auf. Jetzt will er flanken in die Mitte. Ah, in den Rücken von Dreske. Aber Dreske nochmal Fuß davor. Ja, das Ganze noch ein bisschen fahrig hier in der Anfangsphase. Hier in den ersten 3 Minuten 0:0 steht es hier, klar. Noch kein richtig klar strukturiertes Spiel auf beiden Seiten. Aber Riesenanfeuerung, die Offenbacher Fans, sind gut drauf. Und einer, der ist auch gut drauf, das ist Peter Dietz. Der sitzt an der Poolbar in Kos, oder heißt es auf Kos? Ich glaube, es ist eine Insel bei Griechenland. Ja. Und mein Plan ist, heute bei jedem Kickerstor einen Uso zu trinken und nach dem Spiel meinen Rausch auszuschlafen. Und er fragt, ob wir empfänglich sind, und wir sind derart empfänglich. Lars, wir sind komplett empfänglich. Peter, wir sind komplett empfänglich hier. Wir haben es vorhin schon mal bekundet, jetzt nochmal in der Aufzeichnung. Und Mike Vetter hat den Ball, will er nicht auf Adavisch. Grüße muss ich noch von Peter zu Ende führen. Also er grüßt natürlich auch noch seinen Sohnemann, der musste wohl zu Hause bleiben. Na, das heißt musste, der hat sturmfreie Bude. Oder so. Yannick. Da wird er aber auch sehr sauer drüber sein. So, schön angegangen erst einmal. Iqbide ist das. Höhe der Mittellinie im Mittelkreis sind sie auf der linken Seite. Wollen sie schön, ja, aber fahren hoch, fahren hoch, fahren hoch. Und habe ich weitere Grüße. Christian Philipp schreibt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Geile Aufstellung, heute habe ich ein gutes Gefühl. Und Grüße aus in Rot-Weiß aus Weißkirchen vom Christian. Nico Schulze hat die richtige Antwort, ist mit dem Lostopf. Ihr seid klasse, schreibt hier die Sabine. Und Dennis Weber schreibt auch, macht einfach weiter so. Grüße an alle Kickersnasen. Und dann hat er noch hier eine abfällige Bemerkung gegenüber unserem Nachbarn gemacht, die wir so in dieser Form natürlich nicht über den Sender geben können, obgleich wir ein bisschen Verständnis haben. Jörg Ripke schreibt, endlich geht's wieder los. Euch zwei Nasen zu hören tut richtig gut. Grüße aus dem bayerischen Ausland, aus dem Spessart. Und der hat die richtige Antwort, ist mit im Gewinnspiel dabei. Und jetzt versucht Hoffenheim erst einmal ein bisschen aufzubauen. Aber versucht, glaube ich, war das richtige Wort. Ja, nee, unsere Jungen stellen es da soweit ganz gut zu. Und sie gucken die Hoffenheimer, wo können sie hinspielen? Jetzt auf rechts raus, wollen sie bringen, Yannick Dehm ist da, muss aber schon wieder zurück ins Zentrum spielen auf Justin Hogmar. Hätte ich googeln können, ob der vielleicht mit diesem Jan irgendwie Hogmar, der mal bei Schalke war, verwandt ist. Also immer vorwärts, 2 Meter vorwärts, 3 Meter zurück. Wieder 5 Minuten gespielt, 0:0 steht's. Und ja, es geht hin und her. Keine allzu großen Aufreger. Jetzt gibt es erst einmal Freistoß für die DSG Hoffenheim. Da haben wir hier noch die Möglichkeit, ein paar Grüße loszuwerden. Hallo liebes UFC-Fanradio-Team. Hallo Lars, hallo Lutz. Die Lösung ist richtig. Rot-weiße Grüße aus Lützelbach vom Ronald und Marina Hofferbert. Und er ist mit im GVO-Gewinnspiel der Gasversorgung Offenbach. Team Erfolg, das gibt für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Hoffenheim erst einmal beim Freistoß, aber dann zurückgespielt. Ja, also das nennt man wohl aus einer kontrollierten Defensive heraus. Das ist so. Warum sollen wir denn hier irgendwie die groß anfangen zu überrennen, wenn hier ausgekontert? Oder sind alles flinke, top ausgebildete Spieler? Dann müssen wir erst mal gucken, dass wir hier irgendwie eine Spielkontrolle bekommen und zumindest die Spielkontrolle von Hoffenheim verhindern. Ja, der Pass war ambitioniert auf den Tor. Der Torwart aber auch spät gemerkt, dass er für ihn gedacht war. Ganz genau. Also er war irgendwo da in die Schnittstelle gespielt. Also Hoffenheim spielt hintenrum. Wir lassen in dem Moment keine bessere Möglichkeit. Nach vorne ist nicht viel. Da ist vorne Stoßstürmer Philipp Box. Der ist quasi der ganz vorne jetzt auch angespielt wird. Eckes kommt raus, taucht ab, hat den Ball an der Eck des Strafraums aufgenommen.
ohne sich nur ein kleines Grasfleckchen auf einem weißen Trikot zu holen, hat er da wunderbar gerettet, unser Eckes. Es ist ja ein mitspielender Torhüter. Und jetzt der OFC im Vorwärtsgang. Ja, da wird der Ihab ein bisschen gehindert, aber nicht unfair vom Ball getrennt. Und zu versuchen, die Hoffenheimer erst einmal rauszukommen. Naja, also, da geht's doch jetzt ganz schön zur Sache. Also, Theo versucht's dann. So, und ich habe weitere Grüße. Christian Philipp schreibt die richtige Antwort und beste Grüße in Rot-Weiß, wie gesagt. Und die Sabine Meyer hat auch die letzten Ziffern richtig definiert. Grüße gehen an Norman und an meinen Mann und an die gesamte OFC-Fanradio-Crew. Tolle Qualität, toller Ton, tolles Bild. Sie haben ein tolles Team, schreibt die Sabine. Ja, das stimmt, wir haben wirklich ein tolles Team. Und der hier, der gehört auch zum Team. Wo kommt denn der wieder her, Lutz? Guck dir den an. Herr Dr. Kissner ist großartig, dieser Wurstsalat. Drei Sorten Wurstsalat. Ich kann mich gar nicht satt genug essen. Ich gehe zurück. Ja, da war er wieder, Marcel Reich-Radinski. Wir leibt und schwebt auf der Kickers-Folge Nummer 7. Lutz, komm schnell wieder auf die Bank. Ja, gut, aber er hat den Kopf in die Schüssel vom Wurstsalat gesteckt. Ja, man hätte auch noch die Schüssel dabei gehabt. Der hat an der Schüssel noch gekaut. So, Mittel. Was jetzt da? Abseits war es. Okay. Hier, Thomas Müller schreibt, er meint, das GVO-Gewinnspiel beantworten zu können mit den letzten vier Ziffern 1901. Und das ist falsch, mein Lieber. Also da musst du ein bisschen besser recherchieren, was sind auf dem Unterstützerkonto des OFC-Fanradios bei der Sparda Bank Hessen-Stadion die letzten vier Ziffern. Das ist die Gewinnspielfrage der GVO. Und wenn ihr schon drauf seid, dann könnt ihr auch gleich euren Saisonunterstützungsbeitrag klar machen. 18 Spieltage sind finanziert, also das heißt die Vorrunde. Und jetzt geht es darum, die Saison komplett zu sichern. Ja, inkludiert wären natürlich die Relegationsspiele, so wir sie denn erreichen könnten. Und das China-Spiel, oder? Auch noch. Müssen wir uns noch überlegen. Ja, schauen wir mal, ob wir China mit übertragen, du süß-sauer. Aber erst einmal Vierer zurückgeköpft. Theo humorlos nach vorne, der Ball fliegt hoch. Kopfballhoheit Hoffenheim. Götze mit dem nächsten Ball auf der Wische zurück auf Vierrad gelegt. Ah, der geht da einmal durch in die Mitte. Hoca kommt nicht dran. Ah, Treske in den Rücken wieder. Hoffenheim müssen wir immer aufpassen. Ochs wieder im Mittelkreis, dass uns da nicht übertölpeln. Ja, er gibt Vorteil. War gut gemacht. Götze ein bisschen gefault. Die Flanke rein. Meier per Kopf geklärt, aber nach oben geklärt. Sind immer noch am Strafraum die Hoffenheimer. Lasst sie nicht schießen. Und jetzt war es Mike Vetter am Ende. Ah, wieder der Hoffenheimer am Ball. Jetzt drücken sie uns rein. Nein, jetzt haben wir sie ein bisschen zurückgedrückt. Von der linken Seite kommen sie jetzt. Hoffenheim, alles ziemlich dicht in die Mitte gespielt. Das geht schnell. Jetzt war der Fuß dazwischen. Aber wieder Hoffenheim mit Ikpide. Zentrale, 40 Meter vom Tor. Muss erst einmal querspielen, ablegen. Jetzt wollen sie in die Spitze gehen. Schön auf links rausgelegt. Jetzt kommt der Flankenball. Aber Meyers Kopf erst einmal dazwischen. Also der Meier, der hat erst einmal da hinten geklärt. Und da freuen wir uns auch, dass er wieder zurück ist. Hat ja auch eine lange, lange Leidenszeit hinter sich. Und ja, jetzt schauen wir auf das Spiel. Hoffenheim in der Rückwärtsbewegung erst einmal, um neu aufzubauen. Jetzt kommen sie dann über die rechte Seite, hier direkt vor Olli Rex. Augen vorne reingespielt. Gefährlich, da hat der Meier sich ein bisschen verschätzt. Aber gut, am Ende ist alles gut gegangen. So, der Harald Weckesser, der hat die richtige Antwort, ist mit dem GVO-Gewinnspiel. Rot-Weiße Grüße aus Heusenstamm an euch und Marcel. Wir gehen mit 3 Punkten ins zweite Spiel. Hoffe, Grüße an Babs und Peppo und Erik. Das sind seine Grüße. Und dann haben wir hier wieder einen 19:01-Tipp. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den OFC, denn da ist Ihab Davische. Der bittet zum Tänzchen mit dem Ersten. Da ist er schon mal vorbei. Dann hat er rechts den freien Raum gesehen. Ja, und jetzt muss die Flanke allerdings kommen. Das ist Dreske, der hat dort hinten sein Schaff, aber Einwurf jetzt geben für den OFC. Ja, und die 19:01, die stimmt natürlich nicht. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, nur der OFC. Grüße von Thomas Schmidt-Kunz aus Hainhausen, hiermit ausgerichtet. Und die Barbara Franke, die grüßt natürlich auch aus Heusenstamm. So, jetzt der OFC wieder. Allerdings geht der Ball dann hinters Tor, da können wir das hier zu Ende führen. Schön, dass ihr wieder da seid, dann wollen wir mal Gas geben heute und 3 Punkte einzacken. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag an Lutz Kammermeier. In der Tat, Happy Birthday, du hast ja Geburtstag gehabt. Dankeschön, ja, gehabt. Ja, wilde Orgien hat er gefeiert, ganz wilde Orgien. Ja, und rot-weiße Grüße eben auch an Beppo, Harald und Erik von der Barbara. Und das machen wir jetzt hier noch aus Yorkshire in England. Grüßt der Christian. Also danke an euch, schreibt er als Botschaft hier ans Fanradio. So, jetzt stehen sie auf. Warum? Weil sie Kickers sind. Das heißt ja auch auf der Haupttribüne stehen jetzt mehr und mehr auf. Und
Das sollten unterm Strich so 700 auf jeden Fall sein, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir müssen nachher mal die amtliche Zuschauerzahl abwarten und dann ziehen wir einfach 200 ab. So ist es, so will ich es sagen. 200, maximal 300, mehr wird das nicht sein. Der Rest ist hier Offenbach. Also die Hintertorstehe ist top gefüllt. Da ist es eng, da ist es warm und die Sitztribüne auch zu zwei Dritteln locker voll. Ins ganze Stadion passen, glaube ich, 6,5, knapp 7.000 Zuschauer. Also wir haben da schon ordentlich was mitgebracht. Aber so soll das auch sein. So, Einwurf haben wir aber hinten von der eigenen rechten Seite. Lars, hast du was vorzulesen? Nö. Ja, doch, auf jeden Fall. Carsten Witting schreibt, Grüße vom Gardasee. Matze Schmidt, Sven Walter und Carsten Witting grüßen die Jugend bei der GEMA Tempelsee und alle Freunde vom Gardasee. Und der Klaus Rösner, der will die Länderpunkte, natürlich aus Franken. Und er ist also mit im Start und hat 80 Euro wohl überwiesen. Oder die kommen in Kürze, schreibt er. Danke, Leute. Und macht immer weiter. Heute ein Sieg, egal wie. Ja, das wollen wir. Und das wollen wir auch sehen. Und jetzt müssen wir aber erst einmal, glaube ich, einen kleinen Freistoß überstehen. Und guck dir an, der Schiri, der hat hier schon mächtig von seinem Freistoßspray versprüht. Allerdings, also es sieht aus, Robin Scharker mit der 13. Das Ganze sind so schräg links versetzte 23 Meter Flankengeschichte, geht rein. Erst einmal rausgeköpft, jetzt sind wir noch an der Strafraumkante, sind sie am Ball. Die Hoffenheimer wollen den Ball wieder zentral bringen. Jetzt Kontermöglichkeit, Hodger im Zentrum, zieht er erst einmal ab, muss abdrehen. Ja, muss aber verzögern, weil es war keiner mitgelaufen so schnell in der Umschaltbewegung. Und jetzt Hoffenheimer erst einmal wieder in der zentralen Position unterwegs. Aber ihnen fehlen nach vorne immer die Anspielstationen, deswegen müssen sie immer erst einmal zurückspielen. Ja, ja, Philipp Ochs, der wirbelt, macht und tut davon unglaublich viel. Der ist ja aus dem Bundesliga-Kader, aber... Am Ende Final, was war da? Oh, Götzschi steht aber wieder und Hoffenheim kommt überhalb links, ganz links rausgespielt den Ball. Xhaka war das, will die Flanke bringen, nein, wieder zurückgespielt. Jetzt chippt er auf die Grundlinie, von der linken Seite kommt die Flanke in den Rücken. Einmal, zweimal über den Ball getreten, ei, ei, ei. Und jetzt Vierrad. Ja, erst einmal raus und Laufduell, Mike Vetter, zieh mal, ja zieh, da grätscht er noch einmal ein Stück Rasen raus. Entschuldigt sich gleich beim Yannick Dehm, den er gar nicht erwischt hat. Alles gut, alles prima, der Ball beim Torwart bei Dominik Trabant. Mails, hallo ihr zwei, die letzten zwei Ziffern lauten, ja, ganz genau, schreibt der Klaus. Und er schreibt, schade, dass unser Trainer im Sturm nach Namen und nicht nach Leistung und Torgefälligkeit aufstellt. Also da darfst du ganz beruhigt sein, unser Trainer, der hat da schon das richtige Auge. Und der wird auch den Agelsch noch spielen lassen, definitiv. Ja, gehe ich von aus. Also ich habe ja eine Bierwette laufen, also weil ich ja sehr viel von ihm halte. Aber das hat nichts mit Namen, der Dreske, extrem torgefährlicher Spieler. Da geht es hier nicht um Namen, das geht um Taktik, um taktische Aufstellung. Und da haben wir jetzt vorne halt einen Stürmer, das ist Dreske. Und da stoßen immer andere dazu. Das ist schon in Ordnung so. Ja. Oh, weitere Grüße, hallo Lars, hallo Lutz. Ganz liebe Grüße an alle OFC vom Fanradio. Heute 3 Punkte aus Hoffenheim mitnehmen, das wäre es nur der OFC. Und die Lösung hat er auch richtig. Rot-weiße Grüße von Ronny, Marina, Robin, Marlene Hofferbert aus Lützelbach. Also hiermit auch ausgerichtet. Und Marc Operk hat hier auch einen Versuch. Genau, der ist auch richtig. Rot-weiße Grüße an die Jungs und die roten Zora, besonders an Dennis und die besten Wünsche zur heutigen Hochzeit. Auf geht's, Marc Operek aus Heusenstamm. Und da hier noch nicht es nicht richtig weitergeht, habe ich auch das noch. Beste Live-Grüße aus Maria Alm aus Hocken in Österreich von Thomas und Familie. Und noch was, rotweise Grüße aus Zandvoort von Alessandro Roberto und dem Josef. Und die Grüße gehen an uns hier und die ganze Fangemeinde. So, aber die Hoffenheimer, naja, also immer das gleiche Muster. Lass uns langsam angehen und dann versuchen sie vorne, ja, dann doch irgendwie zuzuschlagen. Nein, wir müssen da wach sein, wir müssen halt gucken, dass wir irgendwann was setzen können. Aber die Hoffenheimer, letztes Jahr Vierter geworden, die sind seit Jahren, seit da nämlich Marco Wilders in der Trainer ist hier in der zweiten Mannschaft. Und seit hier die zweite Mannschaft auch wieder an Bedeutung gewonnen hat, das war nicht immer so. Aber das ist jetzt schon seit geraumer Zeit wieder so und unter Julian Nagelsmann allemal. Seitdem haben die immer Spitzenpositionen eingenommen, überragende Nachwuchsarbeit hier. Also da kannst du nicht einfach nur so schnick, schnack, schnuck da spielen. Ich habe hier noch was Lustiges, weil gerade das Spiel unterbrochen ist. Adi Wehner, unser großer Unterstützer, der hat wieder sich was einfallen lassen. Das musst du mal überlegen, du. Ab sofort werden alle Zwischenstände beim OFC dank des OFC-Fanradios in allen Taxen, die jetzt gerade fahren, durchgegeben. Also sie hören Fanradio und geben das sofort über den Funk durch, sodass alle internationalen Gäste, denn die wollen ja eines nur, natürlich, die wollen ja wissen, wie die Kickers spielen. So sieht's aus. 0:0. Adi Mähler macht's möglich. Ja, Grüße an die ganze Taxizentrale Fledermaus. Die 81, 82, 82. Die magische Nummer überhaupt. Grüße auch an meinen Freund Momo und Wolfgang Salver, der jetzt schön im Taxi sitzt. Ja, und 0:0 steht's hier. Viertelstunde gespielt.
ausgeglichen insgesamt das Spiel. Es gab so wirkliche Aufreger noch nicht. Hoffenheim war eher bei uns in der Box als wir bei ihnen. Aber keine großen Probleme für Daniel Endres. So, jetzt gucken wir mal. Ah, sofort wird Fierath schon bei der Ballannahme gestört. Sie sind da sehr, sehr flink dabei. Ja, aber da waren sie ungenau. Oder ihr habt, hast du das gesehen? Da versucht er gleich an Zweien vorbeizukommen. Auch wenn es da noch einen kleinen Haken gab. Und jetzt kriegen wir also noch nicht einmal den Einwurf zugesprochen. So, Falkom schreibt die richtige Antwort. Sitze hier auf der Arbeit und kann nicht fressen. Ich könnte, was schreibt er? Eieieiei, weil er wahrscheinlich so aufgeregt ist. Erster Spieltag und holt den Dreier heim, schreibt er. Der Präsident von den Red Muchachos im Odenwald. Also hiermit die Grüße ausgerichtet. Jetzt kommt der OFC mit dem langen Ball, aber der war sehr, sehr lang. Der war extrem lang, den werten wir fast schon als Torschuss, aber der war kein Problem für Dominik Draban, der ihn aufnehmen kann, hat ihn abgerollt auf seinen Zentrumspieler, da Simon Lorenz, der Kapitän ist das, in der Dreier, die ja zur Fünferkette wird. So spielt Hoffenheim, so spielen sie in der ersten Mannschaft, so spielen sie hier, so spielen sie hoch erfolgreich in beiden Mannschaften, und da ist er jetzt wieder am Ball. Hinten. Nicht so langsam angehen lassen, da muss ich noch was abarbeiten, weil wir haben heute eine Wust an Grüßen. Familie Pfannmüller, insbesondere Klaus Pfannmüller, hat die richtige Antwort eingesendet im GV-Gewinnspiel, die Gasversorgung offenbar. Die gibt ja immer Vollgas für den OFC und auch fürs OFC-Fanradio. Und sie wollen 3 Punkte. Und der Treske, der macht heute bestimmt ein Tor, schreibt er mit 5 oder 7 O's. Also die sind auch voller Vorfreude. Und die Christina ebenso. Schön, dass es euch gibt. Weiter so. Ja, und wir wollen ja auch weiter so machen. Und hoffentlich gibt es uns auch noch länger. Das entscheidet ihr mit eurem Fanradio-Beitrag. Der ist ja heute Bestandteil, oder das Konto ist ja heute Bestandteil unserer Gewinnspielfrage. Die Yvonne Schalupa schreibt, Lutz wollte noch Infos zu Jan Hogma. Ich weiß nicht, hast du die mittlerweile? Oder? Nee, habe ich noch nicht gehört. Also sie schreibt jedenfalls... 26. Oktober 68 in Herwen geboren, ist ein ehemaliger niederländischer Fußballer. Bekannt wurde der Abwehrspieler wegen seiner langen Tätigkeit beim Hamburger SV, dessen Spielführer Hogma 2001 zeitweise war. Also ja, ich denke, das müssen wir nochmal, das weiß ich nicht, das hat sie hier nicht, ist nicht rauszulesen hier. Nee, weil ich wollte nur wissen, ob der Justin Hogma sein Sohn ist. Weil hier steht was, guck mal, der Nächste schreibt hier was. Das ist der Sohn von Jan-Erik Hogma, der mal beim HSV gespielt hat. Leider so, und das sind die Grüße vom Andreas. Alles klar, Dankeschön, haben wir es geklärt, weil Hogma, das gibt es jetzt nicht so häufig, die Schreibweise ist gleich. Das war, der Verdacht liegt nah, wo so langsam die Söhne auf die Felder kommen von den Spielern, die wir als junge Männer schon am Spielen sehen. Können ja alles unsere Söhne sein. So, Theo, erst einmal linke Seite, schön, OFC in der Hälfte, kurz auf, Vetter, halblink rausgespielt, dann auf ganz links, das ist Fierath, die Flanke, die kommt gut, Flugkopfball, eieiei, da fliegt er vorbei, der Ihab, das war die erste Riesenchance, aber immer noch Jan-Hendrik Marx von der rechten Seite, nach innen geflankt, Reske lässt prallen und Hodger zieht einfach mal ab, aber 3-4 Meter. Ah, das war doch jetzt die erste richtig gute Möglichkeit für den OFC, das sah schon sehr, sehr gut an aus hier, was die Jungs hier gemacht haben, also, aber 0-0 steht's noch und jetzt 19 Minuten gespielt hier im Dietmar-Hopp-Stadion zu Hoffenheim. Viktor Wies schreibt, super, dass ihr wieder da seid. Ja, eure Reportagen sind einfach Pflichttermine und sein Beitrag ist auf dem Weg. Naja, dann kann es ja hier wahrscheinlich auch weitergehen. So, Kude, ihr zwei, endlich geht's mal wieder los. Leider kann ich die Saison die Kickers nicht sehen, nicht genug sehen. Ihr macht das Ganze dennoch für uns erträglicher, macht weiter so. Und viele Grüße aus München an Chris, Christine, Carsten und des Saarländer Babsack. Sven Herjans schreibt das und jetzt kommt erst einmal Hoffenheim. Auf der linken Seite in die Mitte geflankt, aufgepasst hat Kirchhoff und nochmal der Jan-Henrik Marx rausgeschlagen, der Ball Richtung Mittellinie, da ist aber kein Kickerspieler, da ist nur der Kapitän Simon Lorenz, der ihn ganz zurückspielt auf Dominik Draband, den Torwart der Hoffenheimer. Ja, und Neuaufbau, Ickpiede, jetzt ist er im Zentrum. Angespielt, Laufduell, Götzer, kann er den holen da gegen Philipp Ochs, hat sich fallen lassen. Also, mal ganz ruhig geworden hier, ganz seltsam, gell? Wie im Tennispublikum. Ja, wenn die Kickers hier kein Lärm machen in die Tribüne, ist hier ruhig, das ist so. Ich glaube nicht, dass hier irgendein Hoffenheim-Ultra zugegen ist. Glaube ich nicht. Letztes Mal stand einer mit einer Fahne dort hinten, ja, genau. Mittlerweile stehen dort 15 Mann, aber keine Fahne. Schön, Jan-Henrik Marx geklärt da hinten zum Einwurf, Höhe des Strafraums da, ja, von der linken Seite. 8-9 Meter von der Eckfahne weg. Werden sie einwerfen, die Hoffenheim-Zweier, die Sprösslinge der 1899 Akademie, wie es hier überall prangt im Dietmar-Hopp-Stadion. Was da? Einwurf, wieder Einwurf.
Ja, immer wieder ein Schiwand da drüben. Ich weiß nicht, ob die nicht richtig wollen. Da hinten haben wir noch schnell hier was. Ganz liebe Grüße an meinen Schatz Ole Meier, der zurzeit im Krankenhaus ist. Das wäre so, er wäre so gerne in Hoffenheim gewesen. Babbel den Sieg rein für Ole und alle anderen Kickers-Fans. Wünsche euch noch viel Spaß. Eure Gerli aus Österreich. Und da grüßen wir den Ole. Ja, also ich denke mal, die Jungs da unten, die werden... Auch jetzt gucken wir erst mal, was Hoffenheim da macht. Zick, zack, zack, raus von Kirchhoff erst einmal. Und sogar Ihab hat ihn. Die werden da unten schon eine ziemlich suppige Luft haben. Der Rasen wird hier und da immer mal wieder gewässert. Oh, die hat gut gemacht. Auf der rechten Seite ist er vorbei am ersten. Ist schon in der Hälfte der Hoffenheim-Hälfte, geht Richtung Strafraum. Jetzt zieht er auf den linken Fuß. Flankt nach hinten. Und da ist Vierrad. Völlig frei, Volley, aber genau auf den Torwart. Aber brillant gesehen. Auch der Crosspass und auch die Vorarbeit von Ihab da Wische. Und dann zieht Vierrad ab. Er hat vielleicht nicht so 100% getroffen. Ja, er hat ihn mit der Innenseite genommen. Hätte er mal einfach versucht, Vollstock-Volley das Ding da drauf zu nehmen. Wer weiß, wo er reingeht. So hat er mit der Innenseite, ja, ein bisschen spitzer Winkel war es, aber Trabant keine Möglichkeit, also keine Schwierigkeit gehabt, den Ball zu halten. Aber es war eine Möglichkeit vom UFC und wie gesagt, Lars hat es gesagt, großartig von Ihab da Wische vorbereitet. Und jetzt ein Stockfehler, nein, schneller war er als Mike Vetter, schneller war er der Simon Lorenz, hat den Ball zurückgespielt. Jetzt kommen Grüße aus Berlin, unser unartiger Artdirektor Dennis Braun, der ist ja im Exil, grüßt Jutta Hein und das ganze Team vom Kickers Fanmuseum. Endlich wieder UFC, viel zu lange Pause, ja, das ist seine Botschaft. Ja. Und dem haben wir ja dieses tolle Intro zu verdanken, was man dann nachher dann auch sehen kann. Heute werden wir natürlich hier noch auf der Rückfahrt die Interview-Nachlese einstellen. Pressekonferenz wird es übrigens nicht geben, das heißt, du musst Olli direkt dann befragen. Und ja, der Lutz, der wird euch die Interviews einfangen und dann machen wir das alles hier klar. Und das ganze Spiel ist dann auch so gegen Mitternacht, denke ich, schon hochgeladen. So, jetzt haben wir Hoffenheim, naja. Also sie müssen immer nochmal in der Vorwärtsbewegung zurückspielen, weil die Offenbacher da dicht gestaffelt steht. Und wunderbar den Ball, was hat er denn da jetzt gesehen? Na, weiß ich nicht, aber das hat Florian Dreska den Ball einfach ganz sauber ihm stibitzen, da geht's weiter, da hätten wir Überzahl gehabt, ne, Pfeif da, ein Offensiv-Foulspiel, das hast du aber ganz exklusiv, Olli Recker da unten auch die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und hat, also wirklich war, das war gar nichts. Stehen hier annähernd auf Ballhöhe, haben das ja, gut ja, gesehen. Nein, also bestens gesehen, also wir sind hier nicht irgendwo im Fritz-Walter-Stadion, dass wir 3 Kilometer entfernt sind, das war gar nichts, ganz normaler Zweikampf im Fußball, also war nicht mal ein Ansatz von einem Foulspiel. Wenn wir das pfeifen, dann haben wir nur noch Freistöße in diesem Sport. So, Hoffenheim baut auf. Halb links, jetzt Hotscher dazwischen auf der Mittellinie. Ihab wieder, versucht er kurz. Jetzt, genau, jetzt wird er aber gefoult, unten reingestochen auf den Knöchel. Ich glaube, man hat einen Fuß getreten, oder? Ja, 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 unten in den Knöchel rein, glaube ich. Ja, 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 guck mal hier, guck mal, wer da wieder kommt, dein Freund. Anscheinend hat er die Wurstschüssel jetzt hinter sich gelassen. Herr Dr. Kissner, es ist der Wahnsinn. Ich habe 2 Schüsseln leer gegessen. Also, das brauchen Sie erst einmal. Sie müssen die Leoner Wurst klein schneiden. Dann gehe ich gleich nochmal rein. Da war er wieder, Marcel Reich-Radicki. Wie er lebt und schwebt auf der Kickerswolke Nummer 7. Und auch er will die Kickers siegen sehen. Lutz, komm schnell wieder ans Mikro. Ja, so ist es. Ball fliegt Richtung Strafraum, linkerseits. Dreske geht hoch zum Kopfball. Oh, Vierrad ist dazwischen. Theo kann den Ball aufnehmen. Immer noch linkes Halbfeld. Theo geht in die Richtung Außenlinie. Ist in den Zweikampf, muss abdrehen. Theo gegen alle. Zlatan holt den Einwurf. Klasse. Besseres konnte er da nicht machen. Hat er gut gemacht, der Zlatan. Und Einwurfhöhe des Strafraums auf. Hoccia kurz gespielt, er muss drehen, findet Vierrad, aber erst einmal weg. Und Hoffenheim versucht sich da hinten rauszuspielen. Ja, da wird nicht gekloppt gemacht, da wird rausgespielt. Ganz gepflegter, sauberer Ball, aber schön. Kirchhoff dazwischen gestört bei der Ballannahme. Und jetzt sind sie wieder da, müssen Action aufmachen. Gucken wir mal. Ja, Olli sagt aus, glaube ich. Irgendwer sagt aus. Liri sagt weiter. Ja, und der Linienrichter hat auch kurz gezückt. So, die, und dann hat er schnell wieder zurückgezogen, die Fahne. Aber gut, weiter geht's. Und das Ganze im Strafraum. Der Hoffenheimer da, wo wir den Ball am liebsten sehen. Und der UFC, der kommt schon wieder zurück in Ballbesitz. Jetzt rauslegen, Götscher. Genau, da hat er Ihab gesehen. Ihab, er versucht jetzt erst einmal den Haken wieder nach links reinzudrehen. Oh, das ist ein bisschen zu weit. Ja, wer hätte den bekommen können, Lutz? Lars Kissner. Aber sonst niemand. Der wird halt nicht spielen. Diese Saison, ja, ich kann es nur immer wieder zitieren. Du hast ja mit Olli gesprochen darüber, gell? Ja, ja, ja. Ich habe fast schon gefleht. Ich habe geweint. Ich meine, ich habe sogar geweint. Aber er hat gesagt, nein. Ja, nicht. Obwohl du dich auf den Boden geworfen hast, ja, gell? Du hast gesagt, ich gehe nicht hier. Fäusten. Ich habe gesagt, ich will, dass der Lars auch mal spielt. Dann hat er gesagt, nein. Ja, nein, nein, nein. Naja, weißt du, wenn es dann doch ein bisschen knapp wird, dann wird es sich das nochmal überlegen. Vielleicht. Aber noch ist es hier nicht knapp. Hoffenheim kommt zwar. Gucken wir mal. Nein, der Ball landet im Nirvana, wohin sich jetzt Jan-Henrik Marx begibt. Rechts
Verteidigerposition im Strafraum erst einmal weggerotzt. Der Ball weit, weit nach vorne. Guck mal, ist noch im Feld. Der Ihab geht da drauf. Mal gucken, ob er sich den Ball stibitzen kann. Macht er auch. Ah, Ball im Aus. Einwurf sollte es geben, aber jetzt hat er es andersrum gewunken und gepfiffen. So, Helga Leinweber, Dr. Helga Leinweber schreibt, bitte grüßen Sie meinen treuen Mann, den Ulf Leinweber. Er ist so froh, dass es endlich wieder losgeht. Ihnen und den Kickers alles Gute. Also da haben wir die Grüße ausgerichtet und Daniel Endres, der ist jetzt an der Kugel. Und ich grüße mal meinen Kollegen, den Olli, der mit dem Knopf im Ohr durch Wellblech City läuft. Olli halt durch, steht hier 0-0, der OFC kommt immer besser ins Spiel. Hoffenheim bringt eher weniger im Moment und wir arbeiten uns immer Stück für Stück mehr in Richtung Strafraum. 26 Minuten sind hier gespielt, 0-0 steht's. Insgesamt ist das in Ordnung, aber wir hatten unsere Möglichkeiten. So, von der rechten Seite Jan-Henrik Maas. Kommt der OFC wieder vorne reingespielt. Vetter muss mit dem ganzen Körper abschirmen. Das hat er gut gemacht. Und jetzt kommt die Flanke vorne rein. Auf den Fünfer noch einmal zurückgespielt. Theodosiades an der 16er Kante. Einfach mal in die Mitte. Ah, dann hat er ihn rausgehauen. Also, gute Möglichkeit für den OFC. Ja, das war ja ein Schuss von Theo. Und er ist dann im Dreske unten noch an die Hacke geflogen. Den kann er nicht kontrollieren da, so ein Ding. Aber er hat wieder da gestanden, wo es gebrannt hat. Und Einwurf haben wir auf jeden Fall vor der Ersatzbank, vor der Auswechselbank der Hoffenheimer. Und Theo wirft Dreske an, der ist an der Strafraumkante, aber rausgeschlagen der Ball von Lorenz, dem Kapitän. Aber OFC immer noch dran, sind wir am Strafraum wieder Dreske. Gegen 1, gegen 2 arbeitet er, macht er, tut er, aber klären können sie. Noch in der eigenen Hälfte über die rechte Seite nach vorne, der Fuß von Kirchhoff. Oh, Meyers, ja, Kopf, der Fuß so. Ja, das ist ein gefährliches Spiel, so nennt man das. Der Fuß war viel zu hoch und so gibt es Freistoß für den OFC. Das Ganze auf Höhe der Mittellinie. Ja, da gibt es noch was Lustiges, weil ich vorhin so ein bisschen die Taxizentrale gegrüßt habe. Ne? Jedes Taxi hat ja hinten so eine Ordnungsnummer drauf. Ja, ne? Ja. Und bei Taxi Fledermaus wird das jetzt anders gemacht. Die ist nicht mehr gelb-schwarz, ja, sondern, ich zeige dir das nachher mal, wir haben gestern ein erstes Foto gemacht. Da hängt ein Kickers-Trikot jetzt hinten drin im Kofferraum mit der Ordnungsnummer drauf und der Name des Taxifahrers. Saugeil. Saugeil. So muss das sein. Also Momo, dein Bild, das werden wir nochmal hier um die Welt schicken müssen irgendwie. Aber das war eine gute Sache. Also, Stimmung immer noch gut. Ich würde mal sagen, 700, die locker hier sind. Wir werden nachher das relativ genauer einordnen können, wenn wir die genaue Zuschauerzahl hier mal erfahren. Nachher sagt, es waren nur 300 Zuschauer. Das laufen, das soll Ball gewesen sein. Ui, da haben wir Glück gehabt. Uiuiui, da war die Flanke. Ja, da wird hier mächtig gepfiffen, denn genau, da muss er längst vorher gepfiffen sein. Absolut, da wird also Jan-Henrik Marx, sage ich, der wird umgehauen. Von hier sah es so aus, Giri sagt Ball, es geht weiter, Flanke fliegt rein, Wehling in der Mitte, verpasst ganz knapp und der Ball rutscht hinten am langen Pfosten vorbei. Also in Anbetracht, dass es weiterging, haben wir am Ende Glück gehabt, aber ich hätte da ein Foulspiel gesehen. So, und ich habe weitere Grüße, viele Grüße von dem Weg von Tirol, das Kickersland, viele Grüße auch an Opa Willi, nur der OFC schreibt die Viktoria. Und jetzt hier geht's weiter mit dem Zweikampf. Kötscher erst einmal zweiter Sieger, dann aber Hoccia mit dem Ballgewinn zurück. Vetter, ja, der muss hier immer den ganzen Körper abspulen, ganz klar. Und der OFC bleibt an der Kugel über rechts jetzt. Ihr habt da Wische. Ja, vorbei am ersten, da wurde er gehalten, dennoch bleibt er, kommt er in den Strafraum rein, noch einen Haken geschlagen, jetzt in die Mitte auf den Elferpunkt und genau da steht der Hoffenheimer. Da wollte er den Florian Dreske anspielen, aber der Hoffenheimer Fuß war schneller dran, aber Kickers immer noch am Ball mit Theo. Linkes Halbfeld rausgespielt auf, Vierer in Linksaußenposition, kurz auf Hoccia, der ist 25 Meter halb rechts, schön gewechselt, kommt er da noch dran, der Ihab, kriegt er den Ball noch vor der Eckfahne geholt, der Ihab sehr, sehr schön gemacht, hat noch auf dem linken Huf, Flanke kommt rein, da 11 Meter für OFC. 11 Meter! Also 11 Meter für Kickers Offenbach. Und das ist jetzt die Möglichkeit, das 1-0 zu erzielen. Also. Was hat er da gepfiffen vorher? Ganz habe ich es auch nicht gesehen. Deshalb hast du nichts gesagt. Ich war irgendwie weil es alles war Handspiel. Wir nehmen zur Kenntnis, dass es 11 Meter gibt. Und wir wollen natürlich sehen, dass das Ding reingeht. Das wäre ein Auftakt nach Maß. Ja, wer wird ihn schießen? Hoccia, denke ich doch. Ja. Hoccia wahrscheinlich. Und die Fans sind zumindest schon sehr, sehr sicher, dass das Bällchen im Tor versenkt wird. Und Tren Hoccia ist ja an sich ein sehr sicherer Schütze. Da läuft er an, der Mann mit der Nummer 10. Erst muss der Ball freigegeben werden. Und dann ist der Ball im Tor. 1-0 führt Kickers Offenbach bei der DSG
TSG 1899 Hoffenheim und da hinten, da ist schon richtig Partystimmung. Eieiei, ein rot-weißes Freudenfest. Lutz. Absolut, wir wissen nicht, ob es ein Hand- oder ein Foulelfmeter war, weil wie gesagt, es wurde Hand reklamiert. Schiri guckt zum Liri rüber, da war da noch ein Scharmützel im Strafraum. Wir waren da alle ein bisschen gebannt und auf einmal sagt er, zack, Elfmeter. Und Hotscher haut das Ding einfach mal halb hoch in die Mitte. Der Torwart hat sein altes Eck, 30. Minute, hat sein altes Eck eigentlich ja geahnt und springt in sein linkes, aber Hotscher sagt, nö, heute steht sich in die Mitte, drin ist er 0:1 und das Ganze ist durchaus verdient. Also Hoffenheim kommt jetzt natürlich mit Wut im Bauch, aber da erst einmal der OFC dazwischen gut aufgepasst und mit Einsatz, großem Einsatz hier auch die Stürmer in der Rückwärtsbewegung aktiv. Ja, und so lässt sich's gut an. So haben wir uns das gewünscht, sagen wir mal. Ja, es war so ein bisschen nervöses Abtasten die ersten 5 Minuten. Dann hat Hoffenheim versucht, ein bisschen Alarm zu machen. Unsere Jungs haben sich da nicht kirre machen lassen, haben sich taktisch klug da aufgestellt, waren gut gestaffelt, haben den Hoffenheim ein wenig zugelassen, was sie da an Zauberfußball hätten zeigen können. Immer wieder Nadelstiche versucht. Mit jeder Minute, die das Spiel länger gedauert hat, haben wir uns weiter in die Hoffenheimer Hälfte geschoben, haben unsererseits die Möglichkeiten erspielt und am Ende jetzt final diesen, wie auch immer gearteten Elfmeter, muss ich nach dem Spiel mal rauskriegen, war es Hand, war es Foul, was war es am Ende. Diesen Elfmeter haben wir bekommen und folgerichtig Hotscher 0:1, das Ganze verdient und jetzt sieht doch hier die Welt richtig schön aus. So, und wegen uns könnte eigentlich jetzt schon abpfeifen. Ich denke die zweite Halbzeit. Ja, ich habe einen Durst. Ich könnte jetzt das Cola ist ja trinken. Eigentlich das, was wir sehen wollten. Die 3 Punkte wären dann eingefahren. 1:0-Sieg reicht mir. Elfmeter sind schnell gezeichnet. Das ist eine wunderbare Sache. Also, hinterrum müssen sie spielen. Hinterrum müssen sie spielen. Ich biete in der eigenen Hälfte. Halb links versetzt. Ja, jetzt geht er über den Mittelpunkt. Zug zu vorne, aber immer wieder passt er auf. Der Kirchhoff macht er gut. Hoca, taktisch gut und zurück. Ruhe reinbringen auf. Daniel Endres hinten gespielt, den Ball auf den Kapitän. Im weitem Schlag auf die rechte Seite bringen. Da kommt Ihab nicht dran, da ist er zweiter Sieger im Kopfball. Aber mal gucken, wo der landet. Jan-Henrik Marx geht hinter. Was gibt's ja? Einwurf, einfach nur Einwurf. Also, 33. Spielminute, der OFC führt 1:0 auswärts bei der TSG 1899 Hoffenheim. Riesenstimmung hier bei den 700, vielleicht sind sogar noch ein paar mehr mitgereisten Offenbacher Fans. Die haben hier richtig Spaß und wir sehen auch eine gut aufgelegte Kickersmannschaft, die auch jetzt schon wieder kommt. Aber da haben sie natürlich etwas dagegen, die Bubis von Dietmar Hopp. Ja, das sind nun mal top ausgebildete Spieler. Die können was, die einzige Chance, die wir haben, dass sie alle noch relativ jung sind. Mal gucken, ob wir sie heute am ersten Spieltag vielleicht übertölpeln können. Da bisher, wie gesagt, sieht es sehr, sehr gut aus. Weil, das behaupte ich nach wie vor, unsere Jungs sind grundsätzlich in der Lage, jeden Gegner zu schlagen in dieser Liga. Dass wir das nicht tun werden, ist eine ganz klare Sache. Das gibt es im Fußball nur extrem selten, solche Serien. Aber das Potenzial haben sie und wir müssen Spiel für Spiel müssen wir schauen, dass wir irgendeinen ärgern können. Und Hoffenheim ist eine dicke Hausnummer, die sie uns da vorgelegt haben. Vierter der letzten Saison, nicht extrem verändert die Mannschaft. Die ersten beiden Spieltage hätten ja kaum schwerer sein können. Also Hoffenheim Top-Team und dann noch das Heimspiel gegen Steinbach. Und das wissen wir ja auch, was das für eine tolle große Mannschaft ist. Die ersten 7 Spiele, da sind so 2 dabei, wo du sagst, müssten wir gewinnen, wenn man das so sagen darf. Der Rest, da sind schon knackige Nummern, die sie uns da hingeledert haben. Aber sind zumindest alles Mannschaften, ja, die letztes Jahr über uns standen, beziehungsweise in Anspruch haben, auch über uns zu stehen. Ganz genau, die da oben mitwirken wollen, die da mitwirbeln wollen. Also, aber bisher hier die erste halbe Stunde haben wir sehr, sehr ordentlich absolviert. Wir führen 1:0 durch Trent Hodgers. Elfmetertor, so nenne ich es mal. In die Mitte hat er einen gebrotzt, der ist verbrotzt. Oh, der kriegt er aber noch, der ist auch nicht im Abseits, der Ochs, passt mir auf. In Rechtsaußenposition, hinten lauert einer, geht in den Strafraum, ein Übersteiger, 2, da sind sie und am Ende war es der Kirchhoff. Ja, der Kirchhoff, der hat nur jede 7. Drehung mitgemacht. Ja, und jetzt schön. Und er hat ihm den Ball wegstibitzt und Mike Vetter, der kommt jetzt hier über die linke Außenbahn, lässt den Ball ganz bis zur Grundlinie gehen, dann auf Vierrad gespielt, der nimmt die Kugel mit, noch einmal auf Mike Vetter, der versucht es mit dem rechten Fuß, ja, nach vorne lauert er, der Dreske. Da war er, wo es brennt, aber antizipiert hat es der Dominik Drabant, geht einen Schritt nach vorne, nimmt den Ball auf und Hoffenheim wieder halb links noch in der eigenen Hälfte. Goethe zerstört da, sie müssen den Ball prallen lassen und Neuaufbau. Wer auf Igbide, den Zentrumspieler, rechts rausgelegt. Auf
Lorenz. Ich habe hier noch Grüße, endlich geht's wieder los und ich habe irgendwie es saugut gefiel, schreibt der Markus und er hat auch die richtige Antwort. Im GVO-Gewinnspiel die Gasversorgung Offenbach. Die gibt ja immer Vollgas für den OFT und für das OFT-Fanradio und heute will sie ja wissen, wie es in die letzten vier Ziffern vom OFT-Unterstützerkonto, auf das ihr vielleicht auch etwas einzahlen könnt und sollt, sodass wir weitermachen können. Und wer es weiß, kann schreiben an fanradio@ofc.de und dann seid ihr mit in der Lostrommel und vielleicht dann auch schon Gäste beim Heimspiel gegen den TSV Steinbach. Ja, da können wir uns eine Bierchen vorbeibringen, gell? Das richtig. Ja, jetzt mal. Oh, Mike Vetter! Kriegt er den noch am Strafraum? Der ist auf der linken Seite, kann ihn in die Mitte bringen, der chiebt ihn! Nein, aus! Schade, 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 letzter Einsatz hinten von Machine Mike, du, aber hinter das Tor geflankt am Ende. Ja, also mit großem, großen Aufwand spielt der OFC hier. Ja, aber sieht sehr gut aus. Hinten. Oder Mike, der liegt dort, der geht spielt, oh, 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 jetzt. Da wird sich doch nichts getan haben, denn der bleibt dort einfach liegen. Ah, nee, dass er in ein Loch getreten ist oder irgend so. Und das Spiel ging hier weiter, aber jetzt hat er dann doch unterbrochen. Ja, war ein Foulspiel von denn Hendrik. Das ist natürlich jetzt blöde, aber ich glaube, er kommt wieder. Ich denke mal, du musst den Mike amputieren, um ihn vom Feld zu kriegen. Das ist so. Aber da laufen sich schon welche warm. Also, für alle Fälle, Olli schickt schon mal ein paar Jungs los. Mir hat er nicht gewunken, oder? Der Olli, hat er gewunken, dass ich mich warm laufe? Leider nein. Sie haben alle, ich glaube, sie haben alle Leibchen hochgehalten, bis runter zum Ersatztorwart der F-Jugend. Nur deins war nicht dabei. Na gut, ja. Dann bin ich jetzt beleidigt. Bin ja. Ich jetzt beleidigt? Ja. Oh, bist du alle mal. Aber ich mit. Ich bin mit beleidigt. Ja. Ich bin solidar beleidigt. Wenn ihr noch ein bisschen macht, machst du Ton aus hier, gell? Beim Radio. Ja, dann ist nämlich vorbei. Ist nämlich Radio ohne Ton. Keine Lobhudeleien mehr. So, also Aufnahme, aufpassen. Strafraum prallen lassen. Hotscher passt auf. Rotzt die Hula bei. Ja. Der schlägt da bis auf die Autobahn den Ball. Fast. Früher war da ja keine riesige Wand gegenüber, da war da ja nur so eine kleine, vielleicht 2 Meter, 2,50 Meter hohe Werbewand. Da sind viele Bälle runter ins Tal geflogen. Ja, aber die haben ja in Berlin die Mauer abgebaut und dann haben sie die hier wieder aufgebaut. Genau, das sind Mauerteile. Das sind Mauerteile. So, ich biete Hoffenheim, halb links sind sie. Jetzt geht's schnell, auf links rausgelegt, Flankengefahr, kurz, Hotscher passt auf. Götschers Fuß auch dazwischen, aber wieder Hoffenheim. Immer noch im linken Halbfeld, jetzt sind sie zentral. Ochs versuchen schnell, Doppelpass, Theo. Gut gemacht und rausgespielt. Jetzt haben wir Kontersituation, jetzt können wir vielleicht eine Überzahl schaffen. Links raus, schade, Treske kommt nicht dran und bis zu Iab hat es nicht gereicht. Ja, aber um den Treske, da kümmern sich gleich zwei, liebe Frau. Immer zwei, da sind immer welche dabei, also der ist... Ganz, ganz selten mal in der Lage, alleine Luft zu holen. Da der wird ordentlich bedient da hinten. Das ist quasi der Innenverteidiger und der Zentrumspieler da. Der linke Innenverteidiger, je nachdem. Die kümmern sich. Und Theo haut erst einmal die Hula raus. Da kommt er nicht mehr ran. Nein. Da kann ich hier Grüße verlesen. Der Burkhard Walter schreibt, liebe Grüße aus dem Void und großer Jubel zum Tor. Sendet euch der Buggy. Und der Oliver, der grüßt auch mit der richtigen Antwort. Ist mit dem Gewinnspiel. Der Alexander hat es ebenfalls richtig. Ihr seid super, macht weiter so. Alexander und Rudolf Kreiser aus Main-Aschaff. Und Gunnar Knöss schreibt, hallo Lars, hallo Lutz, rot-weiße Grüße von der sonnigen Insel Zypern, senden euch Gunnar und Alina aus Dieburg. Toll, dass ihr endlich wieder zu hören seid. Dieses Jahr wird ohne 9-Punkte-Abzug hoffentlich wieder erfolgreich. Wir hätten auch Bock auf die Playoffs. Gruß Gunnar und alle die Knöss. Also hiermit ausgerichtet und ihr habt nichts verpasst bei so einem Geblänkel. Da gehen wir dann gerne mal in die Grüße rein. Ja, Hoffenheim muss aufbauen, von hinten wieder über Simon Lorenz, den Kapitän, jetzt rausgespielt auf Yannick Dehm, muss abdrehen, wird angegangen von Vierrad, wieder der Kapitän Lorenz, quer auf Hogmar, den linken Dreierkettenverteidiger sozusagen, Ickbiede tummelt sich im Zentrum, jetzt sind es auch nur noch zwei, Ickbiede nach vorne verschoben, wieder Lorenz, alles in der Mitte der Hoffenheimer, läuft das Ganze hier, ja, gechillt will ich so nicht sagen, aber wenn sie da den Ball hin und her spielen, passiert vor unserem Tor relativ wenig. Jetzt müssen sie schnell machen, aber wir sind dazwischen und jetzt können wir Überzahl schaffen. Überfallartig probiert der OFC mit schnellem Kombinationsspiel. Ja, da muss aber doch nochmal neu aufgebaut werden, aber da sind sie wie die Räuber unterwegs, manchmal ganz schnell in Umschaltbewegung. Mike Vetter jetzt ins Zentrum rein, rechts versucht das mit so einem halben Lupfer. Aber gut, jetzt geht's weiter. Götscher ganz zurückgespielt. Kirchhoff aufpassen, auf Eckes spielen. Genau das hat er jetzt gemacht. Und Eckes, der versucht sich jetzt. Das war für Kirchhoff eben nicht ganz ohne, weil er ganz schnell auf Fahrt kommen musste. Aber das in der Drehung. Also der Hoffenheimer hatte da den Sprintvorteil, aber er hat das super gelöst am Ende.
Der Benjamin Kirchhoff, oh, ihr habt wieder vorbei da hinten, da wird er aber gefault, kannst du auch mal pfeifen. Jetzt gibt's einen Einwurf. Beide dabei, der Linienrichter und der Schiedsrichter, natürlich, und dann lässt er weiterspielen. Das sollte wohl eine Art Vorteil sein. Ist ja auch okay, aber wenn er den da nicht hat, den Ball nicht bekommt, dann kann ich da einen Freistoß geben. Jetzt gibt's halt einen Einwurf. Also hier habe ich noch was. Oliver Ambrus, das sind die Hessenköche. Endlich geht es wieder los. Viele Grüße an alle OFC-Fans vom ganzen Hessenkoch-Team. Bringt die 3 Punkte mit. Und wir sagen Grüße auch wieder nach Dudenhofen. Und jetzt wollen wir es schauen, dass der OFC vielleicht das zweite Tor nachlegt. Denn 1:0 führt der OFC. Ja, seit der 30. Minute, Lutz, du schilderst uns. Was war da los? Ja, das war eine Elfmetersituation. Wir haben erst wurde Hand reklamiert, das sah auch ein bisschen wie Hand aus. Der Schiri guckte raus zum Liri. Das Spiel lief aber als weiter und dann fiel hinten am Fünfer ein Offenbacher Spieler und auf einmal pfeift der Elfmeter. Jetzt keine Ahnung, ob das ein Foulspiel da war, es könnte Iab gewesen sein. Oder ob das am Ende eher mit Rücksprache mit dem Liri einen Handelfmeter gegeben hat, das wissen wir ja nicht so genau, kriegen wir später raus. Fakt ist, es war ein Strafstoß und dann hat Renhoccia ordentlich mit Schmackes in die Mitte des Tores gejagt. Der Torwart springt nach links in das eigentlich bevorzugte Eck von Hoccia. Ja, und dann haut er halt in die Mitte. 1:0, 30. Minute, das Ganze verdient. Da haben wir wieder Stipitz den Ball, da kann er auch mal für uns pfeifen. Da wurde Hoccia gefault. Oh je, jetzt. Ja, klein, aber jetzt mal ein weiter Schlag. Ah, Vierrad kriegst du den. Nein, zu weit. So, und ich habe weitere Grüße von Martin Kisebert. Der Grüße aus Hamburg, Rot-Weiß und alle OFC-Fans bringt 3 Punkte mit. Und die letzten Ziffern hat er auch richtig, also ist mit in der Lostrommel der GVU, der Gasversorgung Offenbach, die ja immer Vollgas gibt für den OFC und auch für das OFC-Fanradio. So, Hartmut Reppich aus Wahlen ist ebenfalls mit dabei. Also, heute war es wohl nicht allzu schwer, unser Unterstützerkonto rauszufinden. Auf der Website ist es und momentan ist es auch gerade eingeblendet. Da könnt ihr auch gerade jetzt euren Saisonbeitrag zahlen und dann können wir weitermachen. Die Hälfte haben wir jetzt, also die Vorrunde ist gesichert. Also das heißt, es braucht noch mal eine Hälfte. Ja, so und nochmal unsere taktische Aufstellung. Da haben wir ja den Mike und den Serkan Gözer auf der 6 gesehen, aber im Reals ist das so, dass Hoccia eher auf der 6 spielt und der Mike sehr, sehr offensiv vorne das zentrale Mittelfeld besetzt, fast schon teilweise zur zweiten Sturmspitze wird, je nachdem, wie sich das dahinter gestaltet. Also so ist der OFC aufgestellt. Hier im Moment haben wir Vierrad, Hoccia, Götzer und Darwische als Kette vor der Kette sozusagen. Und vorne haben wir den Mike und den Florian Dreske. Und Hoffenheim versucht sich durchzuspielen durch diese 2,5-4er-Ketten, möchte ich sie nennen. Und der Mike geht ihn auch gleich an, da den Kapitän, den Simon Lorenz. Er muss rausspielen. Sie haben da wenig Platz und der Fuß wieder dazwischen. Theo gleich auf Mike, schön rausgelegt. Vierrad im Laufduell, da kommt er aber nicht dran. Und Hoffenheim wieder mit der rechten Seite. Aber da ist wenig Platz. Das sieht technisch gut aus, aber wo kaum Platz ist, da kriegst du den Ball nicht. Und wir haben ihn zurückgespitzt. Kirchhoff schön auf Endres zurückgelegt. Das Ganze sieht sehr, sehr überlegt aus, was die Jungs da spielen. Ganz, ganz reifes Spiel. Also es gibt deutlich schlechtere Ausgangssituationen als 1:0 auswärts zu führen, aber jetzt versuchen es Hoffenheim noch einmal und der Ball, der geht dann ja fast sogar übers Fangnetz, aber der hat ihn gerade noch ja gefangen. Und ja, ginge es denn jetzt in die Halbzeit, 1,5 Minuten sind offiziell noch zu gehen, dann wäre das doch ja fast sogar schon mehr, als wir uns ja gedacht hätten. Ja, also ich habe schon so ein bisschen drauf gehofft, sage ich mal so. Also wäre natürlich vermessen, wenn ich sage, wir fahren nach Hoffenheim, den letzten Tabellenvierten. Wir wissen, das will nicht lobhudeln, aber es ist eine echt tolle Nachwuchsarbeit, die hier gemacht wird seit Jahren. Es gab eine Zeit, da war das nicht so, aber seit Jahren ist das so. Seit hier der Marco Wilders sind Trainer ist allemal. Und wenn wir da sagen, wir fahren da hin und dann hauen wir die mal weg, das wäre natürlich alberner Quatsch. Aber ich habe den Jungs immer zugetraut, hier was zu machen. Und im Moment sind sie dabei, was zu machen. Das sieht gut aus. Den Hoccia unter sich begraben nehmen und folgerichtig gibt es Freistoß für den OFC. Das Ganze schon in der Hälfte, halb links der Hoffenheimer. Ja, Theo oder Kirchhoff? Theo sagt, ich bin hier der Chef. Ja. Auf dieser Seite. Was denn, Theo? Ja, schick den Iab auch noch nach vorne. Ja, gut. Also Theo dirigiert jetzt hier wie einst Karajan in seinen besten Tagen. So soll das sein. Kriegt den von Hoccia zurück, den Ball. Ah, da Vetter kriegt er den noch vor der Linie. Rein in die Mitte. Oh, Dreske. Oh, Dreske macht das 2:0. Der OFC führt kurz vor der Halbzeit. Eieiei. Und Dreske, der alte Drecksack, er hat geknipst. Dreske macht Tore, die macht man nicht. Es war vollkommen unmöglich, dieses Tor zu schießen.
Irgendwie bringt Vetter den Ball in die Mitte. Dreske ist da, der Torwart. Von der Auslinie muss das gewesen sein. Schuppelt den mit links irgendwie Richtung Tor. Der Torwart lag schon am Boden und fingerten sich so ein bisschen selber rein. Aber genau das ist Florian Dreske, wie wir uns erhofft, wie wir uns gewünscht haben, aber auch wie wir es erwartet haben. Weil warum sollte er das verlernt haben zwischen Worms und Offenbach? Also Dreske macht das, was physikalisch unmöglich ist. Fast unmöglich. Guckt euch diese Hütte an. Das war richtig geil reingeschuppelt. Oh. Meine Güte. Aber Lars, ein bisschen Kritik muss sein. Da lässt er uns 44 Minuten warten. Frechheit, der Dreske muss raus. 44 Minuten Kartor, wo gibt's denn sowas? Oh, was ist Serie? Hallo, was ist ein Luftpump, hä? Oh, was so, da haben wir mehr erwartet. Aber hallo. Mensch, Party im Block, ihr Lieben, gleich ist es soweit. Riesenstimmung hier, als ob wir auf Biebers Höhen zu Hause wären. Nein, nein, der OFC-Anhang, der ist immer und überall dabei. 700 sollten es auf jeden Fall sein. Das ist unsere erste Schätzung. Aber wenn der nachher sagt, es sind 400 Zuschauer im Stadion. Dann sind es 399 offenbar. Ja, dann muss es wohl so sein. Nein, hier sind mehr. Ja. Hier sind über 1000 Zuschauer. Ich schätze mal 1200 und das werden am Ende so um die 800, 850 sein, die man auf Offenbach schieben kann. Weil das ist ordentlich fett. Ja, wenn er 1000 sagt, dann sind es 850 Offenbacher. Jetzt ist Halbzeit. 2-0 für den OFC. Wir sind gleich wieder für euch da in der zweiten Halbzeit. Ja, dann wird es jetzt gleich weitergehen hier in Halbzeit Nummer 2 und besser hätte es kaum gehen können. Der OFC führt nicht nur 1-0, nein, er führt 2-0. Und das ist genau so, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt geht's weiter und Hoffenheim erst einmal am Ball. So, die spielen hinten rum. Lutz Kammermeier ist noch nicht da, aber jetzt hat er auch gemerkt, dass es losgeht und kommt da angesprintet. Und ja gut, deswegen sind wir zwei Reporter, weil einer ist dann meistens doch da. Also hast nichts allzu viel verpasst, Lutz. Wir haben noch zwei Tore gemacht, ne? Ist klar. Nee. Elli hat sich nur fürchterlich verschluckt. Die hat eben gar keine Luft mehr gekriegt da unten. Das war nicht so lustig. Aber nicht lustig. Wechsel hat sie gegeben, ich weiß es gar nicht. Das habe ich jetzt noch nicht sehen können. Ich musste ja hier mal auf ein bisschen aufs Spielfeld schauen und jetzt habe ich hier auch... Du kannst ja mal in Ruhe schauen, weil hier nichts passiert, kann ich hier noch Grüße abarbeiten. Rot-weiße Grüße kommen nämlich aus Hünfeld vom Jeremias Kümpel und ja, die richtige Antwort ist mit den Lostrommel. Hoffe ist richtig, schreibt S. Schmidt und ist auch richtig, passt, also im GVO-Gewinnspiel mit dabei. Und ja, ihr macht das super wie immer, schreibt der Hobby-DJ. Und jetzt wollen wir mal schauen, denn der OFC spielt ja jetzt auf die eigene Fankurve zu und da wäre ja ein Türchen natürlich ganz das, was wir so im Schilde führen. Lieber Lars, lieber Lutz, geiles Spiel weiter so, Kickers, und Grüße aus der Wetterau kommt hier vom Pippo und auch er die richtige Antwort, so wie der S. Schmidt hat mal gesagt, Thomas Düller, und aufpappelt bitte noch ein Tor rein, rot-weiße Grüße vom Thomas. Und ja, hier Uwe Selgen schreibt, das lässt sich ja super an, super Stimmung und tolle Übertragung, ich drücke euch die Daumen, rot-weiße Grüße an alle OFC-Fans und euer Team. Ist eigentlich unser Brasilianer Cesar noch in Hoffenheim, fragt er. Ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Zuletzt war er es noch, aber gesehen heute habe ich ihn nicht, weil auch die Haupttribüne hier doch deutlich voller ist als sonst. Aber wir gehen mal davon aus, positiver Links, dass er irgendwo hier noch eine Tätigkeit hat. Jetzt aber ihr habt da Wische über die rechte Seite, legt er raus, Jan-Hendrik Marx in Rechtsaußenposition, Höhe Strafraums, bringt er die Flanke nach innen, rutscht durch, auch ein Direktabnahme, Vierer, der Ball geht dann doch 3-4 Meter übers Tor mit dem rechten Fuß, schließt er die Flanke von Jan-Hendrik Marx ab. Also erste gute Möglichkeit hier für den OFC nach gespielten 2,5 Minuten im zweiten Durchgang. Ja, und die komplette Mannschaft da unten, die muss sich jetzt warm laufen vom OFC. Alle in Gelb gewandert. Nino Berndroth ist dabei, der Übungsleiter, aufwärmen sozusagen. Und der Ball zurückgespielt auf Daniel Endres. Er fortrotzt ihn, unser Kapitän der Eggers, nach vorne. Nur auf die Brust von Simon Lorenz. Aber da haben wir schon wieder. Ja, Jungs sind immer besser ins Spiel geschafft. Ja, sind jetzt sehr, sehr gallig, giftig dabei. Auch den Tick schneller da. Und jetzt, ihr habt da Wische über die rechte Seite. Setzt er an zum Sololauf. Ein Haken, zwei Haken ist er. Am nächsten ist er vorbei. Will einen Strafraum reinflanken. Aber die Brust war es am Ende, die da klären konnte. Ah, halb Glück, halb Können war es am Ende von der Nummer 21. Das ist Yannick Dehm, dass er geklärt hat und Hoffenheim kommt. Jetzt linke Seite. Ball bei der Annahme nicht ganz mitgenommen. Ist er im Zweikampf mit. Ihr habt da Wische, hat er gut gemacht, der Robin Hack.
Immer noch sieht sich jetzt an Henrik Marx gegenüber, zieht in die Mitte. Da will er flach rein, aber rausgespielt. Rausgespielt und die Vetter hat den Ball aufgenommen. Über ah, unser Kampfschweinchen, da läuft er los mit der Kugel. Da wollte er in die Lücke rein. Naja, das war dann zu fein vielleicht ein bisschen gedacht. Da kann man einfacher und schnörkelloser spielen. Aber es bleibt erst einmal beim 2:0 für den OFC. Und lieber Lutz, wir ziehen jetzt den Gewinner fürs GVO-Gewinnspiel. Die Gasversorgung aufmacht, die gibt ja immer Vollgas. Für den OFC und fürs OFC-Fanradio. Und du bist heute die Glücksfee. Nein. Doch, und du darfst einen Zahl mir nennen zwischen 1 und 58. Da nehme ich doch die 18, Florian Dreske. Die 18, unser Torschütze zum 2:0. Er hat ein physikalisch vollkommen unmögliches Tor geschossen. Komplett unmögliches Tor, also irgendwie von der Torlinie schießt er den Torwart an, der sich den Ball irgendwie reinpatscht. So muss es gewesen sein. Florian Dreske, erstes Tor nach 44 Minuten. Jetzt gibt es einen Freistoß für Hoffenheim. Linkes Halbfeld, da steht bereit erst einmal Robin Scharka, aber auch Robin Hack. Kurz auf Hack gespielt. Ja, der zieht in die Mitte, will was machen. Spieler kurz in den Strafraum gedreht. Angeschossen, erster Eckschuss im Spiel für Hoffenheim. Also, die Hoffenheimer kommen jetzt von der linken Seite mit dem Eckstoß. Und wir haben dann auch schon einen Gewinner gezogen. Den gucken wir uns gleich an. Aber jetzt schauen wir uns natürlich erst einmal die Ecke an. Da wollen wir gucken, dass das hier gut geht aus unserer Sicht. Also, dass unsere Recken den Ball dort hinten aus dem Strafraum rausbekommen. Also, jetzt ist der Eckball freigegeben. Da kommt er reingeflogen. Kopfball! Naja, übers Tor. Okay, Lutz, und wir haben einen Gewinner im GVO-Gewinnspiel. Wer hat denn gewonnen? Der Marc Opherk heißt er wohl, aus Heusenstamm. O.P. Herk, also O.P. Herk geschrieben. Opherk, Marc Opherk aus Heusenstamm. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und du musst uns jetzt deine komplette Adresse schicken. Und dann geben wir die mit, beziehungsweise, ja, dann geben wir die weiter. Und du kriegst dann die Karten fürs Heimspiel. Ja, ich glaube, es ist am kommenden Freitag, ne? Ja, gegen Steinbach. Weiter am Flutlichtspiel, was will man eigentlich mehr? Ja, drei Punkte in diesem Flutlichtspiel. Was noch mit einem drei Punkten im Rücken machen könnte. Das wäre geil, aber noch haben wir sie nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg hier in Hoffenheim. Der Torwart muss rausspielen und wir pressen vorne drauf. Dreske den Ball schön rübergeköpft auf Hoca und da ist Vetter im Strafraum. Zentimeter am Winkel vorbei. Hast du das gesehen? In Seitenlage nimmt er das Ding noch einmal an und da geht er nur wenige Zentimeter oben rechts am Fritzchen vorbei. Den hätte, also wenn der trifft hier, wenn der steckt, dann nagelt er das Tor des Monats, der Mike. Oh. Ja, fast hier schon wirklich zweite Spitze, so weit vorne, wie er da agiert mit Dreske. Ja, und wir spielen da im Mittelfeld mit einer Vierer, also mit Vierrad, links, rechts, der IHAB. Und wolltest du mal genau hinschauen, wurde denn ausgewechselt? Nein, keine Wechsel bisher. Keine Wechsel bisher. Hinten laufen sich unsere Jungs warm. Die Hoffenheimer werden jetzt auch hinters Tor gejagt. Ein kleines Sonnenbad zu nehmen mit sportlicher Betätigung. Dann würde ich sagen, blende ich einfach die Aufstellung nochmal ein, damit wir unsere Helden hier alle sehen, auch übers Radio und Kickers TV. Da ist also unsere erste Elf, die bis hierhin so erfolgreich war. Warum gibt es da die Pfiffe auf offenbarer Seite? Du, weil die Ersatzspieler kommen. Das ist halt so, ja. Das ist halt so. Weiß nicht, warum das so ist, das sind Auswechselspiele, aber also auf allen Sportplätzen dieses Planeten ist das, glaube ich, so. Warum soll das hier anders sein? Früher haben wir das kreativer gelöst. Da haben wir gesungen, Auswechselspieler, ihr seid nur Auswechselspieler. Ja. Das war dann ein bisschen humorvoll, ja. Aber gut. Ja, so ist es. Aber erstmal aufpassen, Hoffenheim. Über die rechte Seite durchgesteckt, abgezogen, geblockt. Ja, gar nicht mal so ungefährlich. Oh, nee, war nicht mal geblockt. Der ist im Verrutsch, das war mit der Elf. Und Nikolas Wehling hat auch im ersten Durchgang eine große Chance gehabt, da hat er knapp verpasst, dass der Ball von links in die Mitte gebracht wurde. Also sie hatten Möglichkeiten, die Hoffenheim hat auf jeden Fall, wir aber auch, wir hatten gute Chancen. Beste noch von Vierer, der eine Volleyabnahme da hatte nach Jan-Henrik Max. Aber was zählt, lieber Lutz, das sind die Fakten und da heißt es 51 Minuten, 41 Sekunden gespielt, Spielstand 0:2, der OFC liegt vorne. Ja, Hoca, Elfmeter, Dreske, Ding der Unmöglichkeit, so nenne ich es mal. Irgendwie wurschtelt dann rein, aber ich habe hier in der Halbzeit 1 Million Mal gehört. Genau dafür haben wir ihn geholt. Kann man nicht besser sagen. Ja, und da ich es hätte auch nicht so viel besser machen können, muss man sagen, ist vielleicht die Aufstellung, die in dem Fall mal, gerade zum Saisonanfang, doch gerechtfertigt. Aber du hast ja dem Florian Dreske, ich glaube, deine schönsten 4.500 Tore gezeigt. Ja, richtig. Hat er natürlich gelernt, ist doch klar. Nicht nur der Ehab lernt, auch der Florian lernt. Also, 44 Minuten bis zum ersten Tor. Liebe Offenbarer, sicher wird einer darüber meckern, dass das auch schneller geht. Ich bin's einfach nur glücklich. 2:0 Hoca, Dreske, 8 Minuten gespielt im zweiten Durchgang, 53 Minuten Hoffenheim. Versucht aufzubauen, hinten über die linke Verteidigerseite, der Ball zentral wieder gespielt. Und jetzt muss er wieder rückwärts laufen. Hogmar ist das, Justin Hogmar.
Ekpede wird angegangen von Hodža. Ja, der hat ihn. Und dann bringt er wunderbar den Vierrad an den Ball. Der ist schon im Strafraum. Bringt den Ball in die Mitte. Ei, da war der Fuß dazwischen. Donnerschlag, das musste jetzt eigentlich das 3:0 sein. Ja, da hat der Treske wieder gelauert, bringt die Flanke aber noch einmal. Ihr lässt tropfen. Ah, schade. Ah, aber gut gemacht. Ja, der Götscher, der sollte dann das Ding nur direkt reinzimmern. Ja. Aber den ist er statt Außenriss, hat er irgendwie auf den großen Onkel bekommen. Und deshalb fliegt er hinten. Ja, eher Richtung Eckfahne als Tor, aber war wieder gut gemacht am Ende. Und der Abschluss, der muss einfach her, weil da können wir uns auch wieder formieren hinten. Da gibt es keinen schnellen Konter, da muss erst einmal der Abschluss ausgeführt werden. Und unsere Jungs stehen wieder, stehen stabil bisher. Die haben ganz, ganz, ganz wenig hier zugelassen. Der Eckes war so richtig noch gar nicht geprüft, hat ein paar Mal eingegriffen, wie das ein Torwart halt macht. Aber eine Riesenprüfung hatte er noch nicht. So, jetzt kommen sie aber auf der linken Seite, das sind sie. Mit, das müsste Skenderovic sein, wenn ich das richtig sehe. Einmal, zweimal kann er tanzen, will in die Mitte gehen, passt mir auf, wieder ein Fuß dazwischen. Ja, aber jetzt muss Eckes kommen, erst einmal ist der Kopfball und Kirchhoff am Ende mit dem Fuß. Raus der Ball, Treske kann ihn nicht bekommen, rutscht aber durch in die Hoffenheimer Innenverteidigung, Fehler, schade haben wir den. Aber der Mike, hey, guck mal an, du, der steht da ganz vorne. Ja. Also jetzt wollen wir mal schauen. So, also der OFC-Anhang stabil am Glas, der OFC selbst stabil am Gras. Ja. So könnte man das zusammenfassen. Und hinten eine gesangesfreudige Meute, die aus Offenbach angereist ist und da den OFC nach vorne singt, nach vorne anfeuert. So soll das sein. Ich lege mich fest, 800 sind das auf jeden Fall, diese Sitztribüne da, die mittlere, die da auch quasi. Der sagt nachher 600 Zuschauer. Nein, im Leben nicht. Guck mal hier, der Thomas Adler von der Geschäftsstelle, was der wieder hat. Zwei dicke Eisbecher, du. Hier, Thomas, hierher. Nächster Eckstoß, ja, für Hoffenheim. Kriegt uns das Spaghetti-Eis hier hoch, oder? Müssen wir ein bisschen Spaghetti-Eis schlecken? Das wäre schön, aber da können wir nicht mehr reden. Ich befürchte, er hat das nicht für uns geholt. Nein, hat er nicht. Er geht durch. Jetzt der erste Wechsel wird kommen da unten. Das dürfte Engelhardt sein, der da gleich kommt. Marco Engelhardt, jetzt kommt ein bisschen Erfahrung aufs Feld. Wenn ich das richtig sehe, habe ich auf der Hose eine 22 entdeckt und das wäre er dann. Jetzt aber erst einmal Eckschuss von der rechten Seite. Mit rechts wird er getreten. Aufpassen, kommt sehr kurz. Treske haut den Ball ins Tal. Schafft das? Nein, nein. Immer noch, die Mauer war dazwischen. Aber Einwurf für Hoffenheim. Ja, die müssen jetzt natürlich was machen. Also wenn ihr schreiben wollt, dann macht das an fanradio@ofc.de. Wir interessieren uns dafür, von wo ihr gerade Fanradio hört. Urlaubsgrüße, wie und wo, was auch immer. Aber jetzt erstmal Hoffenheim. Aufpassen, Eckes. Die Katze. Naja, da wird hier noch ein Offenbarer ins Aus getreten. Jetzt wird er weggestummt, das ist so. Jetzt kommt der Wechsel. Jetzt kommt Anni, die 12 ist das. Aber der Eckes, so, der spielt, als ob er nie weg gewesen wäre, oder? Nein, also er war nie in der Verletzungspause, ist so. Also Klaus wird kommen, der neue Stürmer, der Brasilianer ist das, glaube ich, wer geht. Die Nummer 11 geht, das ist Nicolas Wehling. Das Ganze müsste so sein, die 10., 11., 56. Minute rum. Also Wechsel, Klaus, Joao Klaus, der Mello, der komplette Name. Vorne kantiger, großer Mann. Und Wehling, der Mann mit den Chancen, der ist runter. Und ihr habt da, Wische kann den Ball da unten nicht festmachen. War dann zu dicht an der Außenlinie. Schnell ausgeführt. Jan-Hendrik Marx aber dazwischen. Nö, das war völlig korrekt. Schön kurz mit Hodža und er wechselt auf Theo weitergeleitet. Aber da war, leider für Vierern war das nix. So schnell ist er dann auch nicht. Wenn er so schnell wäre, würde er bei Olympia Gold holen im 100, 200 und 400 Meter Lauf. Und so ist Hoffenheim wieder im Angriff. Ja, sagst du und strafst dich lügen, denn ihr habt da wie schade aufgepasst, der nimmt ihm die Kugel. Und jetzt geht's schnell mit Treske, der Torschütze, kommt über die rechte Seite, geht fast bis zur Grundlinie, da kommt die Flanke in die Mitte, schön angezwirbelt, aber da ist er dann am Ende da. Dominik Trabant, der Mann mit der Nummer 1 hier auf Hoffenheimer Seite. Ja, der Kötscher, griechisch-römisch hat es versucht und da kriegt er vielleicht auch das gelbe Kartal, da hat er ihm am Leib gezupft. Oder ein bisschen gezupft, ne? Gefallen. Das Ganze war taktisch geprägt und von daher den Durchbruch verhindert. Der Durchbruch vielleicht nicht, aber eine gefährliche Situation damit unterbunden noch in der Hälfte der Hoffenheimer. Gibt Gelb, das ist Usus so, das ist okay. Apropos Usus, Peter Dietz hat schon zwei Usus in... Ja, zwei Usus getrunken. Ja, der hat zwei Usus getrunken. Ja. Peter lallt nur noch. Ja, ich habe zwei Wasser getrunken, das war auch okay. Gönnen wir ihm noch zwei Usos, oder? Absolut, gerne. Von mir aus kann er heute Abend rotzvoll ins Bett fallen, das ist völlig in Ordnung.
Also der Einsatz, der stimmt auf jeden Fall, was der Benny Kirchhoff hier gemacht hat. Aber dann, naja, war das jetzt kein Pass à la Uwe Bein. Nein, nicht ganz, aber der Mike Vetter, gut, der hat auch irgendwann gesehen, den kriege ich nicht mehr. Da hat er schon abgestoppt, damit er hinten zumachen kann. Hoffenheim ziemlich zentral, versuchen sie jetzt aufzubauen, spielen den Ball Richtung Mittellinie, aber auch wieder relativ ungenau auf Wigbiede gespielt und der ist weg. Also das ist ganz, ganz ungenau bei Hoffenheim, das kennt man so nicht, aber das ist das, worauf ich persönlich ein bisschen spekuliert habe, dass bei denen noch nicht alles ineinander greift. Dass da noch was die Fans singen eines Tages, ihr werdet es schon sehen, fahren wir nach Mailand, um den OFC zu sehen. Sowieso. Großartige Poesie findet auch hier dieser Kollege. Absolut. Großartiges Lied, gut, was die Fans dort singen, nach Mailand. Wunderbar. Eine sehr schöne Stadt. Ob Mailand, ob Madrid, egal, Hauptsache Griechenland. Marcel Reich-Radinski, wie er lebt und schwebt auf der Gigaswolke Nummer 7 und der kommt schon wieder über die rechte Seite, jetzt die Flanke in die Mitte rein, sein Fall hier, oh, was für ein Ding, da holt er den noch aus dem Winkel raus, große Möglichkeit für den OFC. Wer war es eigentlich final, der das Ding gezogen hat? Dreskes Seitfallzieher war es. Sensationelle Aktion. Na, so habe ich ihn auch gezeichnet, mal für so. Manchmal denke ich, er ist ja doch ein bisschen beweglicher als ich. Ein bisschen, nur ein bisschen. Was war denn jetzt? Das war abseits. Da stand keiner auf der Linie. Okay. Also Daniela Fritz, die ist glücklich. Ja, tippen für zwei Kisten Bier. Grüße alle Kickersnasen. Heute 3 Punkte für den OFC. Grüße aus Overbach. Und Siezem Burgner schreibt, liebe Grüße aus Washington. DC an alle OFC-Fans, besonders an meinen Freund Andreas. Fema OFC, Sammy. Also, special greetings in the USA. Also, und dann haben wir hier noch den Martin Köhler. Da wollen wir mal schauen, was er alles hat. Es ist ein bisschen länger. Versuche ich erstmal hier was Kleines abzuarbeiten. Liebe Grüße aus Bremerhaven, Hoge Norden, Werderland. Grüßen wir alle OFC-Fans. Ihr seid super im Fanradio. Was will er denn hier? Wie lange sind wir angereist, schreibt er. Habt ihr schönes Wetter? Wir haben herrliches, schönes Wetter. Und sind so ungefähr 2 Stunden gefahren. Und jetzt geht der Konter weiter mit. Ja, Vierrad. Der treibt die Kugel. 3 um ihn herum. Aber die können ihn nicht bremsen. Und jetzt muss er irgendwann abspielen oder schießen. Er schießt. Und da liegt unten Dominik Trabant, der hier eine höhere, ja, Rückstand vermeidet. 2 glänzende Paraden von Trabant jetzt gegen Dreske vorhin und eben gegen Vierrad. 2 Eckstöße der OFC, 2 hat Hoffenheim und sie haben eben genannt, offiziell 1200 Zuschauer, also ich lege mich fest. Ja, dann sind es 1000 Offenbacher. 800 bis 1000 Offenbacher, das ist hier normal, weil 200, 250 sind hier im Regelfall, vielleicht 50 mehr, aber 900 Offenbacher. 1200 gesagt. Fall. 1200 hat er gesagt. Ja, dann sind es knapp 1000 Offenbacher. Auf jeden Fall. So extra, das ist schon sensationell, muss man wirklich sagen. Also Hoca mit der Ecke von der rechten Seite, da kommt er reingeflogen. Aber erst einmal die Hoffenheimer dazwischen. Ah, der zweite Ball und der geht dann aber ins Tor aus. So, Martin Köhler schreibt viele Grüße auf diesem Weg an die Mitglieder des Fanclubs Diaspora, insbesondere Martin Schulz in Mexiko, der diese Woche Geburtstag hatte. Happy Birthday auf diesem Wege. Danke euch nochmal und immer weiter so. Ja, das haben wir jetzt hier mit auch verlesen. Und er schreibt, es immer wie immer eine wunderbare Übertragung. Und so kann das gerne jede zweite Woche laufen. Nein, Lutz, das ist falsch. Nicht jede zweite Woche. Jede Woche. Jede. Aufgepasst, Herr Hoffenheim. Wie kommt er auf so eine Idee? Nein, erst einmal hier. Ja, Fernschuss, Tor. Ei. Oh, was für ein Brett. Oh. Also 1:2 jetzt der Anschlusstreffer. Aus dem Nichts. Der Philipp Ochs. Ja, halb rechte, 22 Meter zieht er mit links. Ein Flatterding ab, den hat der Eckes irgendwie gar nicht gesehen. Ja, und auf einmal war er drin. Also 1:2. Damit war jetzt in diesem Moment nicht zu rechnen, nachdem der OFC gerade 2 große Möglichkeiten hatte. Nee, so wie du gesagt hast, aus dem Nichts. Also da haben wir eine Sekunde den Schusskanal offen gelassen und den nutzt er einfach mal, Bundesligaspieler, der Ochs. Ja, und fackelt ihn rein. Die 62. Spielminute. Ja, 62. Tor für unsere Mannschaft. Tor für Hoffenheim durch den Spieler. Mit der Nummer 24, Philipp Ochs. Neuer Spielstand. Philipp Ochs. 1:2. Also, halbe Stunde nochmal die Arschbacken zusammen oder gucken, dass wir einen Konter fahren. Sah hier eher nach dem 3-0 aus, ja, eher nach dem 3-0 aus als am 1-2. Jetzt steht es 1-2. Eine Fackel war es, eine Fackel, die er eingeschlagen hat. Eckes wirkt. Müsste ich ja dann hier auch mal einstellen, oder? Solltest du einstellen, ja. Solltest du einstellen, der Fairness halber. So, jetzt passt mir auf da hinten, lasst euch nicht verrückt machen, einfach den Stiefel weiterspielen und dann kann das hier schon gut gehen. So, Ickpieder hat den Ball, aber Vetter dazwischen. Immer noch gewurstelliger Mache. Götzer muss ein bisschen aufpassen, du hast schon gelb. Und Hoffenheim über die rechte Seite. Ja, Theo kann die Flanke verhindern. Einwurf gibt es für Hoffenheim von der rechten Angriffsseite. Die werden natürlich jetzt nochmal alles in die Waagschale werfen, ganz klar. Und dann wird es den ersten Wechsel geben auf Offenbacher Seite.
Da kommt der Neuzugang aus Nöttingen und jetzt, ja, wieder Vierer, der spaziert wieder durchs Mittelfeld. Auf der linken Seite gespielt, kriegt er den noch? Ja, hat ihn. Johnny nimmt den Ball erst einmal mit. Ah, kurz verzögert, Vetter gespielt, dann geht er ins Zentrum, Götscher abgelegt. Jetzt wird so ein bisschen vor dem Kreis gespielt, wie beim Handball. Ihr habt da welche mit dem Haken. Oh, schade, schade. Er wollte hinten ins lange Eck reinzwirbeln. Da wollte er so einen kleinen Robbendreher machen, du. Aber den hat er, den Braten hat er gerochen. Der Dominik Trabant hat den Ball hinten gefangen, bevor er gefährlich werden konnte. Und wieder Hoffenheim. So, interessantes Spiel. Oh, da stehen doch gleich zwei im Abseits. Ja, ist auch weit weg der Ball. Wenn die beiden so frei stehen, sind sie abseits. Das war so, das ist so, das wird immer so sein. Also, jetzt kommt Niklas Hecht-Zirbel. Für wen kommt er denn? Na, wollen wir mal schauen. Das wechseln wir jetzt. Auf jeden Fall. Mike Vetter geht. Also, Mike Vetter hat sich müde gelaufen, müde gekämpft, müde gerackert, müde gespielt. Jetzt kommt Niklas Hecht-Zirbel. Das ist gut so. Da können wir nachlegen, ohne dass die Qualität leidet. Das ist das Geile an diesem Kader, dass du da bringen kannst, wen du willst. Wir brauchen ja, da habt ihr es im Bild. Da haben wir es, die Auswechslung. Mike Vetter geht. Niklas Hecht-Zirbel kommt. Und hat er den ersten Ballkontakt. Gegen zwei. Will er gegen drei. Den kriegt er aber nicht. Nee, der ist weg. Aber das waren die ersten drei, vier Ballkontakte. 60 Meter Raumgewinn. Einwurf Hoffenheim. Ja, haben unsere Jungs da hinten, die Mädels, haben das anders gesehen. Die protestieren da ein bisschen, aber einfach mal zustellen, den Ball holen. So kann aus einem Vorteil ein Nachteil werden. Hotscher per Kopf hoch. Gucken wir mal, Götzer springt auch noch hoch. Und Vierrad hat den Ball final zentral gesichert. Ja, wird aber abgedreht, muss abdrehen. Schauen, wo hat er eine Anspielstation? Jetzt, oh, der war knapp. Der war knapp. Da spielt er da zurück hier. Aber gut, der Ball ist im Aus. 10 Yards Raumgewinn für den OFC. Einwurf jetzt geben von der rechten Seite. Johnny Max. Ja, so ist das. Schnell geworfen auf Trenhotscher. Zurück wieder auf Max. Rechts Außenposition. Bringt er die Flanke jetzt rein. Ach, da wollte der Vierrad köpfen. Na, kommt er dran? Nein, hat ihn noch geholt, der Dominik Trabant, bevor der Ball über die Torlinie gehen kann. Schlägt schnell und weit nach vorne ab auf die rechte Seite. Aber da ist nur Kirchhoff. Ja, mehr hoch als weit. Im Winter läge Schnee drauf. Jetzt kommt er der Mittellinie runter, der Ball. Niklas Hecht-Zirbel will ran. Theo hat ihn am Ende. Doppelbande. Macht keinen Mist. Einwurf OFC. Gut, kein Mist. Theo wird einwerfen über der Mittellinie auf der Gegengerade da kurz auf. Götscher, der ist an der Mittellinie, flankt den Ball jetzt Richtung Mitte. Da ist Dreske. Was ist da? Fahne war hoch oder was? Er sagt abseits. Okay. Ja, das will Dreske so nicht stehen lassen. Ich auch nicht. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass der Liri großartig gewunken hätte. Ich habe mal kurz hingeschaut, aber gut, was immer. Wir müssen es hinnehmen, wie es ist. So, der weite Ball geht ins Seitenaus, Für den OFC gibt es einen Einwurf. Jan-Hendrik Marx wird werfen hier. Geht immer noch einen Schritt Richtung Mittellinie. Jetzt wirft dann auf. Niklas Hecht-Zirbel prallen lassen auf. Ihr habt da Wische, chippt ihn wieder zurück. Klein, klein. Ball im Aus. Ball im Aus fliegt Richtung Fanradio. Einwurf OFC. Alles Höhe der Mittellinie. Auf der rechten Angriffsseite. Jan-Hendrik Marx hat den Ball jetzt. Schaut, wo kann ich ihn hinwerfen? Wo kann ich das Spielgerät zum Kameraden bringen? Niklas Hecht-Zirbel bietet sich an. Dreska, oh, steckt er da durch. Ah, Vierrad kommt nicht dran. Dem, wenn der Vierrad den noch bekommen hätte. Tonnenschlag. Aber jetzt kommt erst einmal Hoffenheim über die rechte Seite. Schnell sind sie unterwegs. Da machen sie noch mal die Tempo hier in der Hitze. Im wahrsten Sinne des Wortes des Gefechts. Aber Götscher, ja, ja, der macht Schluss mit lustig. Und leitet den Konter der Offenbacher Kickers an. Und Konter, das ist ja etwas, was bei diesem Spielstand ja eine optimale Option ist. Und dann zieht er ab. Ja, ja, der Vierrad wollte es direkt machen. Aber da stand noch sein Kamerad links dabei, also da war vielleicht dann doch ein bisschen mehr drin. Und jetzt, ja, geht es erst einmal im Mittelfeld schwer zur Sache. Aber du siehst auch, die Hoffenheimer, sie haben Lunde gerochen. Absolut, das haben sie. Aber unsere Jungs passen noch auf. Jan-Hendrik Marx, sehr gut gemacht das Ganze. Gespielt auf Daniel Endres, rotzt die Hula raus auf die linke Seite. Gucken wir, vielleicht kommt er sogar dran, der Vierrad. Da kommt er dran in Linksaußenposition. Ist im Zweikampf, dreht sich erst einmal in die Mitte. Guckt, da ist ein Kamerad da. Nimmt Dampf raus, zurück auf Götzer. Ja, und zentral Hotscher, zurück auf Götzer. Linkes Halbfeld, Hotscher jetzt im Mittelkreis. Das Ganze muss die Seite wechseln, will die Seite wechseln auf Jan-Hendrik Marx. Hier rechts nimmt er. Ihr habt da Wische mit. Der ist jetzt in Rechtsaußenposition. Er streichelt den Ball gegen zwei. Da will er durch. Schöner Hackentrick. Ihr bist durch. Durch. Und
Und! Hey, was machen die denn da? Das war jetzt die 1000%. Das waren 1000. Ich weiß nicht, wo die, aber jetzt aufpassen. Im Konter, aber da passt Kirchhoff auf. Was war das denn? Sie zaubern sich durch. Donnerschlag, das war eigentlich die Vorentscheidung. Und dann chippt er durch und irgendwie dem Dreske falsch auf den Fuß. Also so, dass er nicht Richtung Tor bringen konnte. Heieiei, was für ein Ding. Also wir haben hier riesen Schlag. Lutz, jetzt pass auf. Jetzt schauen wir erst einmal, dass hier nichts anbrennt. Die Hoffenheimer kommen erneutert hier im Offenbacher Strafraum. Aber da stehen die Roten eigentlich dicht gestaffelt. Die Unsrigen. Hoffenheim versucht es von der Außenbahn nochmal mit dem weiten Ball vorne rein. Ecke, es steigt hoch. Pflückt die Kirsche runter. Aber Lutz, jetzt kommt der allergrößte Witz. Jetzt pass auf. Im hessischen Radio und auf der Website steht 1200 Zuschauer, davon 300 aus Hoffenheim. Na gut, das ist ja lächerlich. Also. Das heißt, hier sind 900 Hoffenheim. Nein, die sind hier in der ganzen Saison nicht, ihr Lieben. Das ist nicht mal böse gemeint, aber es ist einfach so bei zweiten Mannschaften. Nein, das sind locker 800, 900 aus Offenbach. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Eher 900 als 800. Das ist einfach so. Also es sind bei 1200 Zuschauer definitiv um die 1000 Offenbacher. Da braucht ihr euch nichts zu erzählen lassen. Das können wir schon ganz gut abschätzen. Und das ist ohne die rot-weiße Brille definitiv so. Das wird auch jeder Offenheimer bestätigen. So, aber jetzt erst einmal der OFC mit dem Seitenwechsel auf die rechte Bahn. Davische gleich wieder den Haken geschlagen. Da kommt er vorne reingeschlagen. Aber Dominik Trabant geht hoch. Hat die Kugel. Ah, weit abgeschlagen. Oh, Endres. Ganz ruhig, souverän. Da blinzelt er nicht einmal. Ja, nein, also komm, der Ball kommt. Der Klaus gibt alles hin zu kriegen, aber den kann er nicht kriegen. Der Ball hopft in die Arme von Endres und der OFC baut wieder auf. Hoccia erst einmal zurückgespielt auf Kirchhoff quer auf Meier. Ja, der schießt einen Hoffenheim an, das gibt aber Abschluss, okay. Ja, Abschluss wird's, oder? Abschluss, ja, gut. Also, da habe ich hier noch ein längeres Mail, habe soeben meine 40 Euro überwiesen, freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Die drei Punkte gehen heute klar nach Offenbach aus. Als Bremerin mit einem grün-weiß-rot-weißen Herzen freue ich mich, dass das Pokalspiel in Offenbach stattfindet, also da meint sie das gegen Würzburg, da ich so viele Jahre auf den Berg gegangen bin. Liebe Grüße an alle OFC-Fans, ganz besonders an den Peter und die Katja aus Frankfurt und Roman Renz. Susanne Kolinko schreibt das. Ja, dann herzliche Grüße auch wieder nach Bremen. Ja, oder ohne was ein Gesteche. Ihr habt gegen Zweiter. Ist ein ziemliches Gewurschtel. Am Ende hat Hoffenheim den Ball. Kann neu aufbauen. Ja, nee, ist am Ende war es kein Foul, würde ich auch nicht so sehen. War direkt vor unserer Nase. Sah eigentlich alles sehr klein aus, aber doch fair. Und Hoffenheim halb links. Gehen sie Richtung Mittellinie, überspielen jetzt die Mittellinie. Linkslastig das Ganze, aber da haben wir ihn wieder und jetzt können wir gucken. Komm. Ah, Dreske, erst einmal abschirmen. Ja, holt zumindest den Freistoß schnell ausgeführt. Und das ist die Möglichkeit für Vierrad. Der könnte jetzt aufs Tor zuziehen. Was macht er? Hebt er den rein und da! Hechtzirbel! Eieieiei! Vor dem langen Pfosten. Da muss er einfach nur richtig den Ball hinkriegen. Ja, aber das kommt von hier einfach raus. Der Ball kommt schon mit ordentlich Schmackes rein und er fliegt dann so mit dem rechten Fuß hin, aber er kann den nicht kontrolliert aufs Tor bringen, so fliegt er tatsächlich oben übers Stadiondach am Ende, extreme Steigung gehabt, der Ball. Aber wir haben Chancen, wir haben Konterchancen, bitte Jungs, macht einfach noch eins, ja, weil so ein, ja, jetzt geht es Freistoß. Es war vorhin aus dem Nichts wirklich ein toller Schuss war das, aber war keine wirklich rausgespielte, zwingende Torchance, aber so ein Ding kann natürlich immer mal wieder passieren, also passt's mir bitte auf. Hier nichts anbrennen lassen, am besten noch einen drauflegen. Das Ganze, das haben wir gespielt. 71 Minuten gespielt. Der OFC führt noch immer 2:1. Und Hoffenheim, die kommen jetzt erst einmal wieder. Gefährlich am Strafraum, im Strafraum. Hula weg. Genau das macht da auch der Kirchhoff. Also da geht er dann ein ums andere Mal resolut dazwischen. Das war auch gut und wichtig so. Ja, und so bleibt es erst einmal beim 1:2. So, der Jan von Soesten schreibt, ist das der Eintracht-Ochs? Und dann schreibt er drunter, was für ein Wortspiel. Nein. Das ist hier der Bundesligaspieler. Warte mal, die 6 geht, Iqbide geht und die 15 geht, Robin Hack geht. Es kommen Politakis und Viventi aus der U19 sind so hochgekommen hier. Die kommen bei 72. Minute bei Hoffenheim. Die 73. Spielminute, Doppelwechsel bei unserer Mannschaft. So. Vielen Dank. Also jetzt Eckball für Hoffenheim, da kommt er reingeflogen. Aufpassen, ja, erst einmal vorbei an Freund und Feind und dann ist der Ball hinten im Seiten aus. Einwurf, die Hoffenheimer fast bis zur Mittellinie zurückgespielt und dann soll wohl der hohe Ball dort vorne reinkommen. Genau, da kommt er auch auf den Elfmeterpunkt. Eckes mit einer Faust, ja, direkt nachgeschossen, aber nein.
Ah ja, da fällt er. Will er jetzt noch was raushaben? Das ist ja lächerlich. Ah ja gut, also es bleibt beim... Zuhören, was sein Erstmannschaftstrainer Julian Nagelsmann sozusagen hat zu solchen Aktionen. Also wichtig ist, der UFC, der führt, und wichtig ist, er ist am Ball. Ja, das ist viel wichtiger, und Vierrad hat den Ball auf der linken Seite. Muss erst mal kurz spielen mit Hechtzirbel, der ist sofort im Spiel. Der ist klasse, sofort im Spiel, wollte der Dreske in eben jenes bringen. Jetzt hat er ein Foulspiel. Na, musst du pfeifen. Also, Vierrad fällt da nicht von alleine um, oder? Na, Hechtzirbel war das. Hechtzirbel, ja. Ja. Also der fällt da nicht alleine hin. Also seid's mir nicht böse, manchmal muss er schon mal für uns pfeifen. In Strafraumnähe, also da hätten wir nichts beim dagegen. Elfmeter, das da hat er für uns gewiffen. Ja, klar. Wir haben nicht gesehen, was da war. Wir haben es nicht gesehen, nein. Vielleicht hat der Liri auch gesagt, ja, es war was. Wir werden es irgendwann rauskriegen. Schauen wir mal. Am Ende in Fußball.de wird ja stehen, was es für ein Elfer war. So, Hoffenheim über die linke Seite, Abwehrseite, immer noch am Versuchen aufzubauen da. Jetzt wechseln sie auf die rechte Seite, immer noch in der eigenen Hälfte. Ja, der Flachpass soll kommen, Götze aber dazwischen. Und Hoffenheim versucht jetzt über die linke Seite. Halb links sind sie, jetzt schön links Außenposition gespielt. Das ist der neue Mann, Viventi. Gegen Iabdawische, der ist mitgelaufen, hat prallen lassen auf Schaka. Flanke kommt. Jetzt wird es Eckball geben. Ja, ja, muss Eckball geben. Da war nämlich noch Meier dran. Und so gibt es Eckball für die TSG Hoffenheim. Da wir jetzt gleich in der 75. Spielminute sind und der UFC noch immer 1:2 führt hier auswärts, das geht unterm Strich absolut in Ordnung. Wir haben das deutliche Chancenplus. Riesen. Da gibt es keinen Zweifel. Ja, mussten eigentlich deutlicher führen. Ja, mussten wir. Wir haben ein richtig gutes Spiel bisher, aber aufpassen jetzt bei dem Eckstoß. Mit links wird er getreten, dreht sich aufs Tor dann zu. Kommt jetzt, 5 Meter Raum gefährlich. Theo ist da per Kopf erst einmal geklärt. 25 Meter vor dem Tor, kann nicht direkt abschließen. Muss erst einmal wieder auf die linke Seite rauslegen. Flanke kommt direkt und... Was ist da? Wieder ein Eckstoß, ja klar. Kirchhoff köpft den Ball ins Aus. Da gibt's eine nächste Ecke nach Ecken. Sieht's. 5:2 für Hoffenheim. Ja, Hoffenheim drückt natürlich, klar drücken die Heimmannschaft. Die wollen hier nicht verlieren zu Beginn, das ist klar. Aber OFC macht hier bisher ein blitzsauberes Spiel. Einziges Manko, wir hätten das dritte Tor machen müssen, da wäre hier Schicht im Schacht gewesen. So ist es immer wieder eng. Eckstoß von der rechten Seite. Mit links wieder wird er sich Richtung Tor drehen. Kommt gefährlich. Eckes hat ihn aber ohne Probleme aufgenommen im Strafraum. In seinem Torraum. Und jetzt hat er erst einmal Zeit. Eckes nimmt dir eine Viertelstunde Zeit. Dann ja, und dann sage ich es einfach nochmal, weil wir jetzt ein bisschen Zeit haben. Wir wollen für euch weitermachen, können das aber nur, wenn ihr uns unterstützt, so wie wir euch unterstützen. 40 Euro braucht es. Ja, oder eben 2x20 Euro Vorrunde, Rückrunde oder ein Dauerauftrag mit 3,33 €. Dann können wir weitermachen. Die Hälfte, die Vorrunde, die ist also finanziert. Aber jetzt geht es eben darum, die zweite Hälfte zu finanzieren. Da müsst ihr bitte nochmal in die Tasten hauen. Die Kontoverbindung ist eingeblendet und sie ist auch auf unserer Website permanent zu sehen. Und dann sollte das klappen, dass wir für euch weiter Fanradio machen können. Wir wollen es tun, es ist uns eine Ehre, aber wir müssen es auch tun können. Ob es so weitergeht, das entscheidet alleine ihr. Jetzt gibt es erst einmal Einwurf und dann könnte der OFC mit einem weiteren Treffer vielleicht auch das Spiel entscheiden. Ja, aber zumindest haben wir Ballbesitz und Theos Flanke kommt rein. Dreske lässt durch, aber zurückgespielt zum Torwart. Das war ambitioniert, macht aber technisch gut der Torwart. Wieder rausgelegt auf die linke Seite. Ja, dann Hendrik Marx, ja, schießt ihn an. Einwurf OFC, gut gemacht von Johnny Marx da gegen den neuen Mann, gegen Aaron Viventi. Rot-weiße Grüße kommen hier nochmals Heusenstamm. Da schreiben die, liebes Fanradio, ihr seid unschlagbar. Wir schmeißen uns hier förmlich weg. Tja, ich weiß nicht, was Sie jetzt so lustig finden. Für uns ist das bitterer Ernst hier. Absolut. Au, au, au. Diesen Schrei habt ihr sogar im Radio gehört. Und das ist kein geringer als unser Spieler. Ich muss nur erst mal sehen, wer es ist. Hendrik Marx. Also dieser Schrei, der ging durch Mark und Bein. Absolut. Lars, solange behandelt wird, weißt du eigentlich, was heute für ein historischer Tag ist? Erzähl's mir. Der 29. Haben wir beide heute Hochzeitstag? Nein, aber der 29.01.1901, du erinnerst dich. Ja. Ja, sicher. Da wurde die erste Satzung des OFCs, ja, von Polizeirat Bräunig genehmigt. Stimmt, ich war damals Schriftführer. Das ist so. Die erste mit fast 25 Paragraphen bestehende Satzung wurde genehmigt. Jetzt war ich 34 ja. Jahre alt. Heute vor 116 Jahren. Mal kurz innehalten, aber jetzt sehen wir Jan-Henrik Marx, der wieder fit ist, den Freistoß reinbrettert. Oh, den kriegt er. Oh! Den kann er feiern. Der nächste. Da liegt gleich der nächste offenbarer. Mein lieber Scholli. Nee, Vierrad ist nicht. Vierrad, der holt sich jetzt den Ball. Das ist Dreske. Das ist schön den Zocken draufgehalten. Mein lieber Scholli.
Wenn es spielerisch nicht geht, dann muss eben mit Herder, denken Sie. Ja, dann gehen wir da mal. Und jetzt kommt da Götsch, passt mal auf, Götz, du, der ist auch immer für ein Ding gut. Der ist für ein Ding gut, denn der weiß auch, wo es da steht. Absolut. So, Akötz wird kommen in der, wie viele Minuten mehr? 78. Ja, der Akötz, der hat ja auch schon mal ein Tor geschossen irgendwann, irgendwo. Hier und da war er, hat er mal getroffen. Komm rein, mach es, dann ist gut. Dreske geht, gutes Spiel gemacht, richtig gutes Spiel gemacht, hat ein Tor gemacht, das sonst keiner macht. Außer vielleicht Akötz, aber der war ja auf der Bank. Florian Dreske, tolles Debüt im Dresden des OFC, richtig klasse. Haben wir uns erhofft, hat er uns gegeben. Alles prima und jetzt kommt Varol Akötz und es gibt einen Freistoß. Vierrad ist da, Hoca ist da, Hecht Zirpel ist da. Der kann auch diesen Schuss oben in den Winkel. Hecht Zirpel knetet ihn auch nochmal. Ich sag, Hecht, einen klaren Befehl. Babbel ihn rein, Lutz. Wir sind empfänglich. Gucken wir mal, aber Hoca in die Mauer. Aber Vierrad ist da mal quer. Gucken wir mal. Ja, pass auf. Schön gemacht. Da hat Vierrad auf der rechten Seite viel, viel Platz am Strafraum. Bringt die Flanke schon rein per Kopf. Eieiei, was haben wir möglich an der Barre? Stefano Meyer. Stefano Meyer stieg da hoch. Wollte jetzt hier den Scorer machen. Neun Leute hier wären Dreier so, so verdient. Meine Güte, 78,5 Minuten gespielt. 11,5 Minuten regulär noch zu spielen. 2:1 steht's hier. Hoca, Dreske, die Torschützen. Ich meine, er schaut ja hin wieder mal auf die Uhr, aber ich glaube nicht, dass er abpfeifen will jetzt schon, nein, oder? Nein, da werde kein. Aber wegen uns, wenn er uns anschaut, wir können nicken. Also er kann abpfeifen. Ich sage immer, reicht, warm genug, die Jungen sind genug gelaufen, es ist okay. So. Kein Grund, warum es noch weitergespielt werden soll. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt erstmal Hoffenheim gefährlich. Ecke. Es hat den Ball unter sich begraben. Da knottelt er ein bisschen mit dem Ball, den er so lange entbehren musste. Das ist so. Er schmust förmlich mit ihm. So klar, dass er nicht hergeben will, wenn man. Will nicht hergeben. Ja, gut, jetzt kriegt er noch ein Küsschen, der Ball. Ja. Und dann wird er verabschiedet. Ja, jetzt muss er angreifen. Der Klaus aber da vorne geschlagen von Eckes. Verlängert erst einmal Hecht Zirpel. Akötz kommt aber nicht an den Ball. Jan-Hendrik Marx passt auf mit dem nächsten, mit dem linken Fuß. Ja, ein bisschen verschrobt. Vierrad gegen 1 gegen 2. Das Ganze im rechten Halbfeld zurück auf Marx. Rechts raus auf Davische. Ja, schon in der Hälfte der Hoffenheimer nimmt er jetzt Fahrt auf. Schöner Doppelpass in Rechtsaußenposition. Ihr habt Davische. Bringt die Flanke. Da Götz! Direkt abgezogen. Da hat er schon mal gleich eine Warnmarke von sich gegeben. Ach, da hat er sich, glaube ich, selber im rechten Fuß ein bisschen an das linke Schienbein geschossen. So sah es fast aus. Er konnte nicht ordentlich im Drehschuss verwerten. Aber die erste Möglichkeit von Akötz, da war er und der erste Abschluss. Das haben wir uns auch von ihm erwartet, davon auch erhofft. Da sind wir richtig gut, viel, viel besser aufgestellt als letzte Saison. Das ist einfach so. Auch Niklas Hecht-Zirpel sofort im Spiel gewesen, gute Aktionen gehabt. Also das ist toll, die ganzen Alternativen, die wir haben. So, Hoffenheim erst einmal über die linke Seite. Jan-Hendrik Marx da im Duell mit Aaron Viventi. Sie versuchen es klein, klein, kommt der Möglichkeit. Nein, Vierrad kommt nicht dran. Klaus war es, der den Ball geholt hat und weiter Schlaf von Hogmar auf die rechte Seite. Aber Hecht Zirpel, da passt er auf. Ja, und jetzt schickt er Akötz. Mal gucken, ob er den im Laufduell kriegen kann, der Varol. Da geht er schon mal giftig drauf, muss zum Torwart zurückgespielt werden. Ball in den Füßen der Hoffenheimer. 80 Minuten, 40 gleich gespielt hier. Ja, wir sind in der 81. Minute, 9 Minuten und Eppes, wir führen 2:1, Dreske. Also 1-0 Hoca, 2-0 Dreske und dann war es Ochs mit seinem Gewaltschuss zum 2:1. Und jetzt rennt Hoffenheim hinterher, aber passen wir auf, dass es beim Rennen bleibt. Geblockt der erste Schuss und Theo nimmt ihn mit der Brust und dann runtergezogen, das Bällchen. Da soll der Angriff eingeleitet werden, aber die Hoffenheimer kommen erneut. Naja, da haben sie den Ball zurückerobert, da kurft er um den ersten und den zweiten herum. Jetzt nochmal. Ja, zurückgespielt. Was macht er? Findet keinen Anspielpartner. Muss neu aufgebaut werden. Von der linken Seite jetzt Hoffenheim unterwegs. Richtig gut gestaffelt, unsere Jungs. Ein toller Zweikampf von Ihab Davische. Oh, da beißt er sich rein, aber nein, konnte er am Ende nicht kriegen. Der neue Mann Viventi ist da kurz gespielt am Strafraum. Sinze! Zauberer! Ah, Grütscher Fass, komm, Fass! Klasse, klasse. Das hat er gut gemacht. Ja. Und jetzt, Vierrad, das gibt's. Da trudelt der Ball ins Aus. Einwurf für die Blauen, das ist schon richtig, da geht es schon in diese Richtung. Das heißt aufs Offenbacher Tor zu. Jetzt allerdings hier kurz hinter der Mittellinie. Erst einmal der Seitenwechsel aufs rechte Halbfeld. Aber jetzt sind sie wieder zurück in der eigenen Hälfte, die Hoffenheimer. Und da können sie meinetwegen auch bleiben bis zum Schluss. Da jetzt noch 8 Minuten zu gehen sind und der OFC noch immer 1:2 auswärts in Führung legt. Aber Hoffenheim kommt. Ja, die haben sich alles andere als aufgegeben. Da hinten am Strafraum muss jetzt die Hulle irgendwann raus. Hoffenheim, immer
immer wieder aus der Vorwärtsbewegung heraus, dann nochmal im Rückwärtsspiel. Versuchen sie dann immer wieder neu zu ordnen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Sieht fast nach einer Taktik aus. Ist aber auch der Situation geschildert, dass die Offenbacher da unheimlich gut stehen da hinten. Absolut, pass mal auf. Gegen 1, gegen 2, gegen 3, das macht er gut, ist im Strafraum gegrätscht. Eckstoß. Stimmt. Aber gut gemacht dort hinten. Ins Ausgeklärt, aber nach Ecken, führen sie jetzt deutlich 6 zu 2. Sie machen Druck, aber sie kommen nicht wirklich final in die Box. Wie gesagt, das Tor war ein Glücksschuss, klingt ein bisschen doof, weil der Mann hat Schusstechnik, also das war nicht nur Glück, aber es war halt ein Brett aus 25 Metern, das war jetzt nicht die Abwehr zerlegt, das war ein richtiges Brett, das da eingeschlagen ist, in der Ecke, glaube ich, gar nicht gesehen hat. Ich weiß nicht, ob da einer den Kopf eingezogen hat oder was immer war, also er flog auf einmal ins Tor rein. Wahrscheinlich auch sowas vorher noch nicht gemacht und wird auch lange dauern, bis ihm das wieder so gelingt. Ja, aber er gehört zum Bundesliga-Kader, hat Bundesliga-Spieler, also die Jungs haben schon Qualität. Nochmal ein Wechsel. Schulter kommen. Also, dann jetzt erst einmal schauen, was die Aufnahme mit der Ecke machen. Da kommt sie rein. Ecke ist schön raus mit beiden Fäusten. Jetzt aber wirklich sehen, dass die Huller wegkommt. Ja, ihr habt da Wische, Kugel, schneller spielen. Oh, Hoffenheim, Endstation, Fragezeichen, ja, der UFC hat die Kugel und jetzt schnell den Konter setzen, Akic. Ja, rüberspielen, genau, jetzt hat er die Lücke gesehen und das ist jetzt die Kontermöglichkeit. 2 gegen 2, komm, also vorbei will er, oi, da hat er ihn auflaufen lassen. Ja, was denn? Was ist das denn? Ja, da hat er ihn doch was ist das denn? Auflaufen lassen. Was ist das denn? Alle heben der sperrt ihn einfach weg. Also, das ist ja wohl lachhaft. Er ist durch, er ist vorbei, er sperrt ihn weg. Naja, das war schon sehr, sehr merkwürdig. Fußballmafia DFB wird hier gerufen. Naja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber, das war schon sehr, sehr komisch, was wir da sehen mussten. Stattdessen kommen jetzt die Hoffenheimer wieder gefährlich. Ja, sind schon am Strafraum. Dann zieht er ab und Ecke! Hat ihn! Legt in der richtigen Ecke. Donnerschlag, wie gefährlich. Also, 5,5 Minuten. 5,5 Minuten noch zu gehen. 1:2 für der UFC noch immer. Und Eckes, der hat ja auch einiges zu reklamieren dahin. Der schimpft wie ein Rohrspatz. Wirft den Ball erst einmal ins Aus, damit hier behandelt werden kann. Wer liegt da? Theo, glaube ich, ne? Jetzt, Theo. Ja, warte mal. Erst einmal Theo. Wahrscheinlich wird es dann auch den Wechsel geben. Oh, Joti ist auch auf 180. Guck mal, die Joti. Ja. Der muss jetzt hier besänftigt werden. Oh, jetzt hat er ihn aber weggeschubst. Ja. Jetzt geht's aber ab. Also unser Joti ist auch ein Heißblüter. Ja. UFC halt, hat rot-weißes Blut. So ist das. Guck mal, der steht auf dem Feld, der will gar nicht vom Feld, der Joti. Ja, der sagt, der fasst mich am Nacken an und alles, das gehört schon auch nicht. Also man kann ja reden, machen, tun, auch sich fast ein Küsslein geben, aber da in den Nacken fassen oder quetschen oder so. Das haben Sie ihr Trinkpause angeordnet oder was? Nee, machen die nur schnell, weil ja Verletzungspause ist da hinten. Theo humpelt da hinten vom Ball, oder geht vom Feld, mal sehen, ob er gleich wieder reinkommt. Sebastian Brune da unten, ja, klatscht doch nochmal in die Hände, feuert die Jungs an. Mike Vetter auch, als wäre er noch im Spiel, steht er da. Do. Und gibt den Jungs noch was mit. Was haben wir denn? 5,5 Minuten? 4,5 Minuten. 4,5 nur noch zu gehen. 3 gibt er drauf. Er gibt die 3 drauf, das sage ich. Drauf? Der soll 3 Minuten früher abfallen. Ja, aber die 3, die kriegen wir. Jetzt gibt es erst einmal einen Einwurf für... Ja, was muss eigentlich für Hoffenheim Einwurf geben? Weil der Eckes wirft den Ball ins Seiten aus. Alles andere als Einwurf Hoffenheim wäre albern. Ja, Schiri sagt. Ja, also wir haben hier, das stimmt bei der Grafik, Fanradio 16-17 eingeblendet. Das ist natürlich falsch, es muss 17-18 haben. Ja, also wir haben den Ball jetzt ausgeschossen und dürfen aber wieder einwerfen. Also da kann man sich nur wundern, was hier alles so gepfiffen wird. Denn dieser Einwurf, den musste natürlich Hoffenheim zugeben. Aber gut, hat er nicht gemacht. Aber gut. Also hier gibt es schon seltsame Geschichten. Ihr habt da Wiche am ersten vorbei. Ja, am zweiten bleibt er dann doch hängen. Und Hoffenheim kommt, aber Kirchhoff erst einmal gut gemacht mit der Brust und dann schlägt er ihn auch nochmal auf die Tribüne. Warum denn eigentlich auch nicht? Ja, er lupft ihn mehr, aber er ist schnell ausgeführt, der Einwurf von Hoffenheim. Die haben es jetzt natürlich sehr, sehr eilig über die linke Seite, kommen sie erst einmal fallen lassen. Der neue Mann Politakis hat mal ins Zentrum gespielt, jetzt vor dem Strafraum das ganze 3-4 Meter nicht schießen lassen. Echt zirpel den Ball weit nach vorne, Laufduell, Akkötz kommt da einfach nicht dran. Torwart kommt auch weit raus, Dominik Drabant, 2 Riesenparaden gezeigt gegen Treske war's und war bei uns für den Schulter, der Theo wahrscheinlich, oder? Nee, Theo ist noch drin. Doch, Theo ist raus. Also gut, dann haben wir hier den nächsten Wechsel. Theo, 86. war das. Ja,
Alles klar, also wir haben den Ball, das ist die gute Nachricht. Die schlechte, es sind noch 3,5 Minuten zu spielen. Nee, 2,5 ohne Zeit drauf. Ich sage 3. Also 84. sagen sie. Ja, da gibt mir gerne mal was drauf. Nein, das stimmt nicht. Wir sind 87,5 Minuten im Spiel. So ist das. Hecht Zirpel zieht den Einwurf da hinten auf der linken Seite. Applaus gibt es da hier vom Offenbacher Publikum. Ich sage 800-900 sind hier bei 1200 Zuschauern. Hier ist alles Offenbach, alles rot-weiß. Da sind vielleicht 300 Hoffenheimer, die den Weg gefunden haben. Der Rest ist rot-weiß, ist Offenbach. Das ist eine Wand, das ist ein Heimspiel hier. Das hört ihr ja auch da hinten, was da für eine Stimmung gemacht wird von den Jungs und Mädels im Block vom Kollektiv mit den anderen drumherum. Da ist 90 Minuten Daueranfeuerung. Das muss Wind sein für die letzten Minuten hier. Wir führen 2-1. Kirchhoff köpft den Ball auf Meier. Der rotzt die Hula weit, weil war fast ein Torschuss. Trabant muss laufen, um den Ball aufzunehmen. Hotscher 30. Dreske 44. 62. Sorgs mit Fernschuss. Das waren hier die Torschützen. So steht es hier 2-1 für den OFC. Und Hoffenheim kommt über die rechte Seite. Den Ball ins Zentrum gespielt. Müssen aber wieder rückwärts spielen. Und so machen das gut mit dem Anlaufen hinten, mit diesem Pressen und die Räume zustellen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Da steckt Absicht, da steckt System dahinter. So, jetzt aber Hoffenheim. Gucken wir mal. Oh, da waren sie einmal gut. Ah, klasse. Nächster Ball, kein Foul in die Mitte gespielt. Tor. Das gibt's doch nicht. Da ist er drin. Eieieiei. Jetzt werden wir hier um den Lohn der Arbeit gebracht. Da hat der OFC hier das deutliche Chancenplus, hat das Spiel im Griff. Und dann ein blitzsauberer Angriff über links und in der Mitte muss er. Er war fast geklärt, aber dann kommt er nicht dran und dann zieht er durch von der Außen in die Mitte gepasst. Und ich glaube, am Ende war es Genderovic, der ihn dann verwandelt. Mein lieber Scholli, das ist ja jetzt. Ich glaube, der war der Hammer. Wir schreiben die 90. Spielminute. Tor für unsere Mannschaft. Torverhoffenheim durch den Spieler. Nur Meter Nummer 12. Nee. Joao, Klaus. Also Klaus war es, der eingewechselte Mann. 2-2, ist das bitter, ist das bitter. Wir haben hier den Dreier quasi sicher, wir haben ihn hochverdient. Das ist ganz ehrlich, hochverdient. Und dann kriegen wir hier noch einen, weil der Schiri da war teilweise da im Konter auch komische Sachen pfeift insgesamt. Jetzt aber Jan-Henrik Marx nochmal vielleicht, können wir noch einen Konter setzen. Nein, da grätscht er dazwischen. Der Hogmar bringt den Ball nach vorne, Hotscher noch einmal. Ja, was zeigt er? 3 Minuten, ich habe gesagt, 3 Minuten gibt es drauf. 3 Minuten. Oh, jetzt aber noch einmal Hoffenheim, komm. Jetzt nur aufpassen, dass wir hier nicht ganz doof dastehen, weil das wäre für mich der größte Treppenwitz aller Zeiten, wenn wir hier nicht wenigstens den Punkt schnappen. Die dürfen natürlich jetzt erst einmal beflügelt sein, Oberwasser haben, da kommen sie auch wieder, die Hoffenheimer, über die linke Seite. Also, da haben sie einmal aus dem Nichts und dann ja eben jetzt hier das blitzsaubere Tor gemacht. Und Eckes hat ihn aber ganz sicher runtergepflückt und vielleicht doch noch etwas machen. Ja, jetzt wird Akkötsch geschickt, weit von Eckes natürlich, hier auf die linke Außenbahn. Kann sich aber behaupten, hat den Ball geholt. Ja, muss jetzt mit dem Körper abschirmen und dann schießt er. Oh, was für ein Schuss! Und da liegt er quer in der Luft und holt ihn aus dem Dreieck raus. Nochmal glänzend, Dominik Trabant. 3 Riesenparaden. Also wir haben die Chancen, Mann. Wir müssen hier eigentlich gewinnen. Verdammt nochmal. Macht noch einen in der Nachspielzeit. Das kann doch nicht wahr sein. Sie kommen einmal gefährlich in die Box und machen da ein Tor draus und einen Fernschuss. Und wir können unsere Kontersituationen nicht nutzen. Machen hier ein richtig gutes Spiel. Und ja, belohnt euch, Jungs. Belohnt euch. Pirat beim Eckstoß aus der Offenbacher Fankurve heraus. Jetzt hebt er die Hand. Dann kommt er reingeflogen. Am ersten vorbei. Hotscher. Nein. Ach, da wird's eng. Und enger, so. Jetzt kommen die Hoffenheimer wieder überfallartig. Oh, gefährlich mit dem Konter. 4-3 Offenbacher. Oh, jetzt am Strafraum. Aufpassen, Jungs. Nein. Eckes hat ihn. Was hat er? Gepfiffen jedenfalls. Er hat gepfiffen, was auch immer er gepfiffen hat. Es gibt Freischuss. Aber Donnerschlag. Was will er denn jetzt? Was gibt's denn jetzt? Jetzt weiß er selber nicht, was er jetzt gepfiffen hat. Ja. Gibt es, wer den Einwurf von vorhin wiederholt, wo Eckes den Ball auswirft. Also jedenfalls, der OFC wird im Ballbesitz bleiben und es geht auch irgendwie weiter, ohne dass das Spiel wieder neu angepfiffen wurde, keine Ahnung. Also hier gibt es manchmal eine seltsame Geschichte, der OFC kommt jetzt schon tief in der Hälfte der Hoffenheimer über die linke Seite ins Zentrum reingespielt, aber dann, ja, ist er versprungen, weg ist er, die Hoffenheimer wieder und jetzt im Mittelfeld, Kirchhoff erst einmal aufgepasst und dann kommt der Ball zurück. So, jetzt neu aufpassen, komm. Rechte Seite, ihr habt da Wische, Vierrad geht mit, einer liegt am Boden, ein Offenbacher dennoch weiterspielen, komm Vierrad, auf dem linken Schlappen, was macht er?
Jetzt reinziehen oder wohin spielen? Was ist denn? Ja, jetzt soll er noch uns ausgespielt werden. Ach, weiß ich nicht. Ja, Krampf. Gleich zwei Offenbacher liegen da. Einer mit einem Krampf. Olli Reck hat gesagt. Hodja und Vierrad. Heiliger Strohsack. Aber auch Hoffenheimer. Ne? Der eine sitzt da. Also die sind durchdauernd, glaube ich, auf dem Rasen. Mit der das war schon ein sehr, sehr energiereiches Spiel, das muss man sagen. Ja, das war ein sehr intensives, ja, gut anzuschauendes Spiel. Die haben sich hier nichts geschenkt. Nichts gegeben. Unsere Jungs wirklich ein klasse Spiel gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen. Mango, wenn man so sagen will. Der Torwart war zu gut, dreimal. Riesenparaden gezeigt, da kannst du keinem Stürmer einen Vorwurf machen, wenn der einen Ball irgendwie aus dem Winkel fliegt. War das toll vom Torwart, aber auch toll von unseren Stürmern. Ein, zweimal haben uns ein bisschen das Glück gefehlt. Gott, oh Gott. 2:2 steht's. 2:2. Hodja, Dreske im ersten Durchgang. Ochs und Klaus mit dem Ausgleich in letzter Minute. Und wir sind hier in der Nachspielzeit. Ja, und die ist eigentlich auch schon rum. Die drei Minuten sind auch schon rum. Aber hier ist ja jetzt dann nochmal eine Verletzungspause dazugekommen. Also es kann eigentlich nur noch einen Angriff geben. Und dann ist hier endgültig Schicht im Schacht. Und das kann und wäre dann, wenn es zum Tor führt, für wen auch immer die Entscheidung. Ja, wollen wir mal, führt nur uns mal einklammern, weil das kann und will ich mir nicht vorstellen, dass eine solche Leistung hier nicht wenigstens mit einem Punkt belohnt wird. Ja, also ist ja fast schon Punkt bestraft wird von unserer Sicht, weil wir in der letzten Minute so ein Tor kriegst, einmal gefährlich in der Box. Alles andere haben unsere Jungs richtig gut vorher gemacht. Einmal ging schnell, da haben wir für einen kurzen Moment die Kontrolle hinten verloren. Da ist es passiert, Flanke in die Mitte, staubt ab, der Klaus, der Eingewechselte. Jetzt pass auf, der bringt es fertig und pfeift gar nicht wieder an. Du. Ja. Lässt du da eine Viertelstunde liegen und dann pfeift er ab. Ja. Aber gut, also einen wird es noch geben. Ja, und vor allen Dingen, wie wird es dann weitergeben? Also gut, wir haben ja uns ausgeschossen, also müsste er uns den Ball ja zuwerfen. Mal sehen, ob er uns den Ball zuspielt. Macht er nicht? Oh. Doch. Ja, bis zur Ecke ist zurück. Okay, also jetzt geht es aber wirklich um die Wurst. Ecke ist schnell, schnell, schnell und weit, weit, weit nach vorne. Genau das hat der UFC jetzt auch vor. Kopfball verlängert, Akic, ja, da kam er ein bisschen nur vorbei. Und dann war er dann doch zu weit. Und jetzt Hoffenheim, erneut über die rechte Seite. Erst einmal aufgepasst. Ja, für uns Einwurf. Nochmal Einwurf für den UFC-T. Noch in der eigenen Hälfte. Dann komm, schneller machen, schneller machen. Ah, oh, das war's. 2:2, Donnerschlag. Das war ja aufgrund der tollen Leistung am Ende zu wenig. Ja, das war enttäuschend, aber Leute, trotzdem, wir müssen nicht enttäuscht sein. Auf der Leistung können wir alle mal aufbauen. Mikro verabschiedet sich, Lars Kästner. Und Lutz Kammermeier. Ciao, ihr Leute.